Meine Damen und Herren, mein Name ist Falk Breckle, ich vertrete den Wissenschaftsfonds FEF und ich darf Sie im Namen der Präsidentin des FEF, Pascal Ehrenfreund, die später noch eintreffen wird, herzlich zu dieser Veranstaltung begrüßen. Diese Veranstaltung heute wird von drei Organisationen getragen. Das ist einerseits die Wikimedia, das ist die Open Knowledge Foundation und das ist der FEF. Die Wikimedia ist eine internationale Bewegung, die sich für den freien Zugang für alle zum Wissen einsetzt. Eines der bekanntesten Produkte, das Sie sicherlich selbst schon einmal benutzt haben werden, ist die Wikipedia. Die Wikipedia, wie Sie wissen, basiert auf millionenfachen freiwilligen Beiträgen und Spenden. Die Wikimedia als Organisation ist in nationalen Chaptern organisiert. Hier heute vertreten sind die Chapter aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Die Open Knowledge Foundation ist ebenfalls eine gemeinnützige Organisation, auch ein internationales Netzwerk, das ursprünglich in Großbritannien gegründet wurde und auch nationale Chapter in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat. Die Open Knowledge Foundation setzt sich für den freien Datenzugang ein, für die Partizipation von Bürgern sowie auch für das freie Wissen. Der FEF ist kurz gesagt die zentrale Organisation für Grundlagenforschung in Österreich, vergleichbar mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder dem Schweizerischen Nationalfonds. Offenheit zum Wissen vereint all diese Organisationen, obwohl sie natürlich verschiedene Akzente setzen. Offenheit ist sowas wie die normative Essenz von Wissenschaft, denn es ist die Voraussetzung dafür, dass man wissenschaftliche Resultate wiederholen kann, dass man sie kritisieren kann, widerlegen, bestätigen und wiederverwenden kann. Und das nicht nur durch die Scientific Community selbst, sondern auch durch die Bürgerinnen und Bürger, die ja in der Regel, zumindest in der Grundlagenforschung, diese Forschung auch finanzieren. Die Digitalisierung und das Internet haben neue Potenziale einer noch offeneren Wissenschaft, aber auch neue Herausforderungen vor uns gestellt. Und da sind wir froh, dass wir heute ein sehr prominentes Panel gewinnen können, das Ihnen gleich der Moderator Alexander Gerber vorstellen wird. Ich möchte damit schließen, dass ich Ihnen gute Unterhaltung wünsche und hoffentlich eine lebhafte Diskussion. Dankeschön. Falk, Mikro ist an, jetzt ist es an. Danke auch von mir und dass Sie gekommen sind. Willkommen sozusagen auf der digitalen Donau heute Abend. Ich bin der Einzige, der keinen Stuhl hat, das heißt, ich bin der Moderator, Sie wissen was jetzt. Dieses Schiff ist ja schon seit Jahren unterwegs, sozusagen im Dienste der Wissenschaftskommunikation. In diesem Jahr ist es sozusagen auch digital unterwegs. Das ist auch das Thema der Ausstellung, das Sie sich hoffentlich alle nachher noch ein bisschen näher anschauen werden. Ich soll, glaube ich, zunächst mal ankündigen, dass gefilmt wird. Das heißt, das wäre jetzt Last Exit sozusagen für Sie. Wenn Sie nicht gefilmt werden müssen, dann müssten Sie jetzt gehen. Das sollen Sie natürlich nicht tun. Es gibt die Möglichkeit der Interviews nachher auch mal mit den Experten. Und es geht natürlich um das Thema, das hat Sie alle hierher gebracht, freies Wissen. Freies Wissen, freies digitales Wissen. Okay, wir müssen das heute Abend ein bisschen ordnen und haben dafür einige Experten hier. Ich will auch gar nicht zu viel Vorrede leisten, sondern würde Ihnen die ganz gerne kurz vorstellen. Zum Ablauf, wir haben dann drei Impulsvorträge und würden dann zwischen diesen Impulsvorträgen mit Ihnen gerne diskutieren. Und danach gibt es noch die Möglichkeit, die Leute bleiben also auch da, Sie können sich mit denen noch austauschen und dann gibt es sogar noch was zu essen. Später ein Flying Buffet, ich glaube um 20.30 Uhr ist, glaube ich, der Plan, 8:30. So, dann müssen Sie durchhalten, Sie dürfen durchhalten, Sie sind ja auch freiwillig. Fangen wir mal mit der einzigen Dame an, wenn wir schon nur eine Dame auf dem Panel haben, dann fangen wir am besten mit Frau Professorin Dr. Sarah Spiekermann an, sie ist aus Wien, nicht angereist, sondern sozusagen hier vor Ort. Ich hatte die weiteste Anreise wahrscheinlich, vermutlich mal. Leitet das Institute for Management Information Systems, für das es auch eine deutsche Übersetzung gibt, das habe ich jetzt vergessen. Hier an der WU Wien, also an der Wirtschaftsuni, beschäftigt sich mit der sozialen Akzeptanz, mit der gesellschaftlichen Akzeptanz von Computern, von IT im weitesten Sinne. Und so im Zeitalter von Blogs und so weiter, wir haben gerade schon Wikipedia gehört, muss man ja irgendwie nur noch in Tags reden. Wenn ich so unverschämt sein darf, Ihnen einen Tag
an das Revers zu heften, dann wäre das, Frau Spiegelmann, wahrscheinlich Datenschutz, vielleicht sowas wie Ethik und IT. Also wenn Sie sich diese beiden Begriffe merken, das ist der Datenschutz. Okay, dann machen wir vielleicht alphabetisch weiter. Professor Björn Brems sitzt direkt daneben, ist Neurobiologe, kommt aus Regensburg, nicht ganz so weit wie ich will, am Institut für Zoologie. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es Ihnen darum, Entscheidungen, Entscheidungsprozesse neurobiologisch besser zu verstehen. Etwa mit Blick auf Belohnungen, Strafen, normalerweise so eher wohl in vitro, möglicherweise heute Abend vielleicht doch als verdeckter Feldversuch, wer weiß, mal schauen. Was ihn mit unserem Thema hier, glaube ich, eng verbindet, ist, dass er in seinem Blog nicht viel Sympathie hegt dafür, dass Wissenschaftsverlage Wissen hinter Paywalls verstecken und wegsperren, dass der Steuerzahler sozusagen mehrfach für das Wissen schaffen zur Kasse gebeten wird, damit sympathisiert. Herr Brems eher weniger, und wenn Sie einen Tag praktisch auch in sein Revier heften würden, dann ist er, würde ich mal sagen, so der Anwender, der also von den offenen Daten profitiert und davon lebt, dass die Daten zur Verfügung stehen und damit sozusagen forschen kann. Weiter im Alphabet, Karl-Christian Buhr, genau in der Mitte, ja. Ist im Stab der Kommissionsvizepräsidentin Nelly Kroes, kommt also aus Brüssel und betrachtet so das Thema digitale Agenda, wie wir es alle so kennen, von, sagen wir mal, forschungspolitischer Seite. Wenn auch er einen Tag bräuchte, wäre das natürlich Science Policy, der liegt relativ nahe. Da das wahrscheinlich mehr oder weniger für alle gelten wird, könnte man vielleicht noch Big Data hinzufügen. Big Data. Dann springen wir ganz an die rechte Seite. Da ist Dr. Gilles Dubochet, wenn ich es richtig habe, aus Brüssel angereist, ebenfalls. Sie hat den weiten Weg gemacht. Er ist von Haus aus Informatiker, sollte sich also auch ein bisschen damit auskennen, was uns so digital umtreibt. Er ist Senior Scientific Officer bei Science Europe. Das ist eine Organisation, die gibt es noch nicht so arg lange. Wenn man so will, das Dach der Funding Organizations und auch der wissenschaftstreibenden großen Forschungsorganisationen, also die DFGs und MPGs Europas, wenn man so will. Achso, Sie brauchen auch einen Tag. Funding liegt auf der Hand. Ja. Vielleicht kann man noch ein bisschen Wissenschaftsmanagement oder sowas mit dazu fügen. Neben ihm, last but not least, Dr. Wolfgang Eppenschwanter aus Heidelberg, wobei Sie gleich merken werden, dass ihn sein Dialekt relativ schnell als Einheimischer entlarvt, glaube ich hier. Er ist Koordinator der Initiative for Science in Europe. Ist auch noch nicht so arg alt, die Organisation. Ein Netzwerk aus Fachgesellschaften, Learned Societies, die es ja zu jeder Disziplin im Prinzip gibt. Und das ist, wenn man so will, das Dach dieser Fachgesellschaft. Hat sich immer eingesetzt für junge Wissenschaftler, für Nachwuchswissenschaftler. Seien Sie aber vorsichtig, der Mann ist von Haus aus Mathematiker. Und prompt geht die Sirene. Ein Tag, wir haben gerade darüber gesprochen, ist auch nicht einfach. Science Policy stimmt im Zweifelsfall immer. Wir würden ihm den Tag Networker vergeben, weil es letztlich um das Vernetzen von Wissenschaftlern in Organisationen, in Learned Societies geht und das Vernetzen der vernetzten Organisationen sozusagen. So, weil der Vorrede genug, würde ich sagen, dann würde ich vorschlagen, weil mit diesen Herrschaften würden wir dann gleich diskutieren, dass wir gleich zum ersten Vortrag kommen. Ja? Die Regie sagt ja. Oder habe ich noch was vergessen? Nein, wir können loslegen, gell? In medias res. Herr Kasperger, wo ist er? Da, direkt vor mir. Ist doch ein bisschen hell hier. Wollen Sie loslegen? Ja, Stefan Kasperger von der Open Knowledge Foundation Österreich. Zum Thema Open Science, das wird der erste Vortrag sein. Open Science, Sie wissen, es ist im Prinzip der Oberbegriff für Open Data, Open Access und Open Source. Könnte man vielleicht so ganz grob definieren. Und wenn die Folie soweit ist, bin ich still. Los geht's. Okay, ja, also bevor ich jetzt dieses selbstmörderische Vorhaben Open Science in 5 Minuten zu erklären versuchen werde zu beginnen, möchte ich mich noch ganz gerne im Namen der Organisatoren und Organisatorinnen bedanken beim FF und bei den Diskussionsteilnehmerinnen für diesen Abend. Und ja, beginne jetzt sozusagen den Open Science Einführungsvortrag in neuer Rekordzeit.
Ja, Open Science gibt es zwei Begriffe, die zu klären sind. Das eine ist Open und da muss natürlich Open, da gibt es unterschiedliche Interpretationen davon. Und wir bei der Open Knowledge Foundation, wir haben die Open Definition ausgearbeitet und die ist keine Lizenz oder so, sondern eine Rahmenbedingung und es gibt Lizenzen, die diese Open Definition erfüllen. Und die drei wichtigen zentralen Regeln sind da diejenigen, Werke, Wissen, Inhalte ist frei, wenn alle es verwenden können, alle es verändern können und alle es weitergeben können. Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist eben auch alle, weil es wird immer wieder ganz gerne darüber diskutiert, nicht kommerziell oder kommerziell. Und was viele Leute gar nicht wissen, zum Beispiel die Wikipedia, weil die Umsätze machen, gelten die auch als kommerzielles Unternehmen und die dürfen Wissen, das nicht kommerziell lizenziert ist, nicht verwenden. Ja, und der zweite Begriff ist Science und Wissenschaft ist nicht gleich Science, da haben wir leider ein kleines Übersetzungsproblem, da eben die Open Science Bewegung ganz stark aus dem britischen und amerikanischen Raum kommt. Wir hier aber den Begriff Wissenschaft eigentlich meinen, wenn wir von Open Science sprechen und Wissenschaft eben ein bisschen mehr bedeutet als Science. Also wir denken eigentlich alle Disziplinen mit, also auch Geistes- und Sozialwissenschaften, sowie aber auch den institutionellen Rahmen, der Wissenschaft ermöglicht, also Universitäten zum Beispiel, Forschungspolitik und eben auch die Lehre von wissenschaftlichen Methoden selbst. Ja, und da gibt es unterschiedliche Prinzipien, die bei offener Wissenschaft angewendet werden und es gibt auch unterschiedliche Begrifflichkeiten, die im Umlauf sind und Peter Krake, der dann später noch bei Open Data was sagen wird und ich auch ein bisschen, haben eben das auf diese sechs Prinzipien mal jetzt zusammengeschrieben und das erste ist das bekannteste, das wird wahrscheinlich den meisten hier im Raum etwas sagen, Open Access, sprich, dass die finale Publikation unter einem freien Urheberrecht im Idealfall ins Internet gestellt wird. Da ist schon viel gesprochen worden darüber, da gibt es auch schon ziemlich klare Positionen. Das wollen wir heute auch gar nicht so in den Mittelpunkt stellen, sondern eher die neuen Möglichkeiten, wenn man es noch weiter denkt. Da ist eben zum Beispiel der nächste Punkt Open Data. Das heißt, dass Rohdaten, also die man zum Beispiel selber erzeugt oder gesammelt hat, dass auch die online zur Verfügung gestellt werden können. Und eben als drittes dann Open Source. Und Open Source wird wahrscheinlich auch einigen was sagen. Und da geht es auf der einen Seite darum, dass man Open Source Software verwendet in der Forschung, aber auch, dass man selber erzeugten Quellcode, Programme, Scripts auch unter einer freien Lizenz ins Internet stellt. Und die Idee dahinter, zusammen mit Open Data und Open Source, dann hat man die Daten, dann hat man die programmierten Algorithmen, dass eigentlich quantitative Wissenschaft dadurch auch reproduzierbar gemacht werden soll. Also das wäre so ein bisschen die Idee dahinter, dass dann die Ergebnisse eigentlich immer im Idealfall dieselben sein sollten. Ja, dann mein Lieblingspunkt ist Open Methodology, das ist wahrscheinlich auch noch der unbekannteste. Da geht es darum, dass man versucht, den wissenschaftlichen Prozess an sich zu öffnen, von der Recherche hin bis zur finalen Publikation, soweit es relevant ist und praktikabel. Also das kann man natürlich sehr, sehr extrem überformt machen. Und es ist sozusagen im Prinzip so etwas wie ein digitales wissenschaftliches Tagebuch zu führen. Also Bloggen tun zum Beispiel einige in dem Bereich. Ein weiterer sehr heiß diskutierter Punkt ist Open Peer Review, also Qualitätssicherung von wissenschaftlichem Wissen. Da tut sich auch sehr viel und da geht es darum, dass die Qualitätssicherung transparenter, offener und nachvollziehbarer gemacht wird, weil es aktuell doch immer wieder zu einigen sehr ernsthaften Problemen in der Qualitätssicherung kommt. Und das Letzte, weil wir eben auch Wissenschaft sehr weit sehen, ist eben auch Open Educational Resources, also auch Lehrmaterialien und Lernmaterialien an Universitäten, dass auch die frei zur Verfügung gestellt werden können, sodass auch andere Lehrende darauf aufbauen können. Ja, und das ist dann im Prinzip. Die Prinzipien zusammen sind dann für uns sozusagen Open Science. Es gibt da keine klare Definition. Da wird relativ viel einfach gemacht und auch diskutiert dazu. Und dann möchte ich noch drei konkrete Anwendungen, die auch in der Wissenschaft verwendet wurde, zeigen, um ein bisschen eine Idee dazu zu geben, welche Möglichkeiten das unter einem offeneren Umgang mit Wissen ermöglicht sind.
Und das erste ist das Polymath Project, das ist 2009 in England gestartet vom englischen Mathematiker Timothy Ghost. Der ist auch ein sehr, sehr bekannter Kämpfer für Open Access und Träger der Fields Medal, also einer der wichtigsten Mathematiker. Und der hat ein soziales Experiment gestartet und hat auf seinem Blog einige ungelöste, sehr wichtige mathematische Probleme aufgeschrieben und an die wissenschaftliche Community gefragt, ob die nicht mit ihm zusammen, also mit einem kollaborativen, gemeinsamen Zugang, diese Probleme gelöst werden, oder ob die Community das mitlösen will. Und bereits nach 7 Wochen ist das erste große Problem gelöst worden. Und es sind auch jetzt schon 2 Publikationen aus dem Ganzen rausgekommen. Und das ist eigentlich so ein sehr, sehr bekanntes, aber auch wirklich ein sehr, sehr wichtiger, großer wissenschaftlicher Fortschritt geleistet wurde dadurch. Also sehr bekanntes Projekt. Ja. Das zweite ist Open Source Malaria. Das ist gerade an sich, aus, komme ich dann gleich dazu auch, ein sehr, sehr relevantes Thema. Bei Malaria ist das Problem, dass für Pharmakonzerne in die Forschung zu investieren für Malaria ist nicht rentabel ist, weil der Absatzmarkt nicht so wirklich groß ist. Und aus dem Grund hat dann in Sydney eine Forschungsgruppe eben so ein offenes Wiki gestartet, wo alle Leute kommentieren können, wo auch das Ziel davon ist, keine Patente zu erzeugen. Und da geht es darum, dass man eben für die erste klinische Testphase chemische Verbindungen findet, die dann den Malaria-Parasit bekämpfen. Und eben gerade auch in der Ebola, also bei den Ebola-Fällen in Westafrika und Zentralafrika wird eben auch schon überlegt, weil dort auch dasselbe Problem ist, dass das nur vereinzelt auftritt und nur schubweise, gibt es keinen wirklich großen Absatzmarkt und Afrika ist wahrscheinlich auch nicht der Markt, wo am meisten bezahlt wird, dass eben da auch mit offenen Ansätzen versucht werden könnte, dass der Virus, dass es ein Vakzinat gefunden wird dagegen. Ja, und das letzte ist eine wirtschaftliche Anwendung, und das ist, also Zoom Square ist ein junges Wiener Startup und die haben eine Immobilien-Suchmaschine gestartet, wo man auf seine eigenen Präferenzen angepasste Immobilien rausbekommt. Also es ist eine Online-Plattform mit einer App dahinter, und die selber profitieren sehr stark von offenem Wissen. Tragen aber auch dazu bei, also die verwenden OpenStreetMap als Grundlage für die Geodaten, verwenden Open Government Data von der Stadt Wien, verwenden hauptsächlich, wenn nicht sogar nur, Open Source Software für ihre Berechnungen und profitieren natürlich auch ganz stark von Open Access, weil natürlich besonders für kleine, junge und auch meistens nicht so kapitalstarke Unternehmen Open Access sehr wichtig ist, weil die tollen Journals und die tollen Publikationen sich zu leisten im Bereich Machine Learning, künstliche Intelligenz sehr, sehr kostenaufwendig ist auf der Dauer. Und da eben Open Access ein wichtiger Beitrag ist. Ja, das war's jetzt. Ich hoffe, ich habe ein bisschen einen Einblick geben können und ja, danke. Ja, Stefan, magst du auch da stehen bleiben, falls direkte Fragen zu deinem Vortrag auch gleich kommen? Wissen ist teilbar, stand am Ende da. Nun ist es aber nicht notwendigerweise geteilt und auch nicht immer. Und wir unterhalten uns so viel über Open, weil es wahrscheinlich irgendwie closed ist. Also jetzt für alle diejenigen, die jetzt auch nicht seit 20 Jahren jeden Tag im Labor stehen, wo liegt das Problem? Warum sitzen wir überhaupt hier? Warum gilt es, irgendwas zu öffnen? Wer möchte da mal das Eis brechen an der Stelle? Das ist ja keine technische Frage. Herr Brems. Also das ist eigentlich ein rein historisches Problem. Es ist dadurch gewachsen, dass das Internet entwickelt wurde und dass letzten Endes die wissenschaffenden Institutionen seit der Entwicklung des Internet geschlafen haben und sich einfach nicht konsequent die Nutzung und die Nutzungsmöglichkeiten des Internets zur Verfügung gestellt haben, sich selber. Also insofern ist der Grund, wieso wir hier sitzen, was man auf Englisch Historical Baggage nennt, dass wir es nicht geschafft haben, über althergebrachte Arten und Weisen, wie wir als Wissenschaftler arbeiten und uns miteinander, untereinander austauschen,
dass wir das nicht den neuen digitalen Gegebenheiten angepasst haben. Das ist eigentlich der einzige Grund. Mhm. Und dann könnte man, das würde natürlich hier zu weit führen, aber stundenlang darüber diskutieren, wieso das diese Entwicklung verschlafen wurde und wieso wir als Wissenschaftlergemeinde 20 Jahre der Netzentwicklung hinterherhängen. Es gibt ja auch Widerstände. Nicht? Übrigens, wenn Sie irgendwas dazu beitragen möchten, sagen möchten, da hinten wartet schon das Mikrofon und wir hätten schon die erste Hand, dürfen wir direkt? Okay, dann... Ich brauche kein Telefon. Gleich, Sekunde noch, dann nehmen wir zuerst noch vielleicht Frau Stiekermann an und dann kommen wir gleich zu Ihnen. Ja? Ich habe das nicht ganz verstanden. Was meinen Sie denn damit, was haben wir denn als Wissenschaftler verschlafen? Na, wir haben die digitalen Möglichkeiten, die wir in unserem täglichen Leben seit gut über 10 Jahren nutzen, können wir in der Wissenschaft nicht nutzen. Also zum Beispiel schlägt uns seit über 10 Jahren Amazon vor, Leute, die dieses Buch gelesen haben, haben auch anderes gelesen. Die Möglichkeiten, das umfassend über die Wissenschaftsliteratur, diesen Service zu bekommen, haben wir noch nicht mal ansatzweise. Oder dass wir benutzen seit, ich weiß nicht, auch bestimmt gut fast 10 Jahren kollaborative Schreibmöglichkeiten. Google Documents waren so die ersten, die das so gemacht haben. Und trotzdem, gerade bei mir persönlich sehr aktuell, schicken wir uns, wenn wir wissenschaftliche Artikel schreiben, immer noch gegenseitig per E-Mails Word-Dokumente hin und her, als wäre es 1993. Also das sind einfach Zustände. Das Internet als Wissenschaftler nutzen wir letzten Endes, wie es Anfang der 90er da stand, und seitdem hat sich eigentlich vergleichsweise zu dem Rest der Bevölkerung relativ wenig getan. Also das kann ich nicht ganz teilen, und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen, als ich Anfang der 90er Jahre meine Masterarbeit geschrieben, Ende der 90er Jahre meine Masterarbeit geschrieben habe, musste ich noch in die Bibliothek laufen. Mittlerweile kann ich mir alle Journals dieser Welt von meinem Rechner runterziehen innerhalb von wenigen Minuten. Dann habe ich, natürlich schicke ich mir Word-Dokumente zu, weil der Grund dafür ist nicht, dass ich als Wissenschaftlerin verschlafen habe, irgendwelche Internetplattformen zu nutzen, sondern weil mir ein Microsoft Office-Paket einfach viel mehr Manipulationsmöglichkeiten des Dokuments gibt und einfach das mächtigere Tool ist, um gemeinsam an einem Dokument zu arbeiten. Und das heißt eigentlich, das verstehe ich nicht, was uns da fehlt eigentlich. Und ich kann auch auf Research Greygate gehen, auf Social Science Research Network und auf alle möglichen anderen Plattformen, wo mir sofort auf Basis von Stichwortsuche empfohlen wird, welche Artikel ich lesen kann. Ich kann Wissenschaftler verfolgen. Mir wird empfohlen, was an guten Artikeln da ist. Ist doch alles da. Also es ist doch schön, dass das gleich so ehrlich kontrovers wird. Also mein Umgang mit der Literatur ist in etwa so funktional, wie wenn wir unsere Literatur in Stein gemeißelt, abfotografiert und ins Netz gestellt hätten. Also wenn ich auf Experiments were performed as previously described klicke, wenn das ein PDF ist, dann passiert erstmal gar nichts, weil da seltenst Hyperlink-Funktionalität drin implementiert ist. Wenn ich es online mache, dann komme ich vielleicht in die Referenzliste. Wenn ich Glück habe, aus der Referenzliste, wenn ich nochmal klicke auf einen Artikel, auf den ich vielleicht Zugriff habe, mit etwas Glück, solange ich entweder mit VPN eingeloggt bin oder am Institut sitze, und wenn ich dann vielleicht zu diesem Artikel Zugang habe, dann muss ich da irgendwie lang rumscrollen, bis ich vielleicht mal finde, the experiments were performed as previously described, und das Ganze geht von vorne los, weil eben nicht ordentlich zitiert und verlinkt wurde. Also dass wir eine Technologie, die 1968 zum ersten Mal demonstriert wurde, noch immer nicht vollständig in unserer wissenschaftlichen Literatur nutzen können, finde ich, ist schon sehr, sehr peinlich. Also, zumindest sehen Sie, sind Sie nicht alle einig. Ich streue mal ganz kurz 20 Sekunden Empirie ein. Hier hat jemand seine Visitenkarte verloren. Oh, das bin ich. Ich habe jetzt keinen Namen mehr. Naja, ich habe mich übrigens vergessen vorzustellen. Ich habe schon einen Ordnungsruf bekommen. Also mein Name ist Alexander Garmann, Lehrstuhl für Wissenschaftskommunikation in Nordrhein-Westfalen. Ich wollte sagen, Empirie, ja. Also Social Media and Science Studie zum Beispiel, letztes Jahr erschienen für den deutschsprachigen Raum, glaube ich, die größte empirische Datenbasis, die wir bisher haben. Also es ist schon ein Nischenphänomen, dass sich die Scientific Community momentan nicht so arg auf Online-Medien einlässt. Und da meinen wir eben jetzt nicht nur, ich habe einen Login zu sowas wie ResearchGate, praktisch das Facebook der Wissenschaftler, oder ich weiß, wie ich ein PDF öffne, sondern die IT-Welt heute gibt ja viel, viel mehr her. Und in der Tat nutzen also nur ein Bruchteil der Wissenschaftler nutzt tatsächlich wirklich das, was da alles da ist. Die Frage ist nur, dafür gibt es ja auch Gründe.
Und das ist ja, weil Sie sagten, verschlafen. Ja, verschlafen klingt ja so ein bisschen, als hätten Sie sich absichtlich ins Bett gelegt, hätten gesagt, ich stehe jetzt so lange nicht mehr auf. Ne? Vielleicht gibt es dafür auch Gründe. Und den Gründen wollen wir jetzt vielleicht ein bisschen auf den Grund gehen. Wir hatten aber schon eine Frage spontan aus dem Publikum. Wäre das für euch okay, wenn wir die direkt gleich mitnehmen? Ja, die Dame hier vorne. Ja. Warum verschlafen? Wenn ich einen Artikel schreibe, den ich direkt ins Netz stelle, zum Beispiel meinen Blog hineinstelle, dann kostet mich dieser Artikel gleich viel Zeit, gleich viel Mühe, wie wenn ich eine Publikation schreibe, die ich in ein Journal gebe. Wenn ich es in ein Journal gebe, wird es vermutlich gelesen und zitiert und in andere Arbeiten eingebaut. Wenn ich es in den Blog stelle, dann liest es vielleicht ein kleiner Teil, also da ist es überhaupt so, dass es mir an die Bevölkerung geht und nicht also jetzt an die Wissenschaftler direkt. Aber das liest vielleicht der eine oder der andere. Es ist nicht zitierbar, es erscheint nicht auch in der Publikationsliste der Leute. Es dauert Zeit, es dauert genauso, wenn es ordentlich sein soll, genauso Recherche wie ein wissenschaftlicher Artikel, den ich also in einer Zeitschrift publiziere. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, ja. Zum Beispiel, wenn ich Research gehe, da wird man laufend angeschrieben, also zu den Themen, die man so vertreten kann, ja, also was man dazu zu sagen hat. Tut mir leid, ja, ich würde gerne, aber das dauert mir zu lang. Es ist nicht, dass man nicht will, es ist ganz einfach so, dass also das, wenn man es wirklich ordentlich macht, zu aufwendig ist, als dass man jetzt hier im Wesentlichen sehr viel nur ins Netz stellt, ohne dann vor allem für die Jungen gilt es, auf die eigene Karriere zu schauen und damit, also die Jungen, die brauchen Publikationslisten, die brauchen also irgendwas, wo sie dokumentieren können. Der hat mich zitiert, der hat es in seine Arbeit aufgenommen. Das heißt, das System ist vielleicht noch gar nicht dafür gebaut. Ist das dann vielleicht eine politische Frage? Da gehen die beiden Brusthände gehen direkt durch. Also für die meisten wahrscheinlich ohnehin bekannt, das neue Forschungsrahmenprogramm Horizon 2020, hat das wollten Sie jetzt wahrscheinlich erläutern, hat das ja auch verankert, also dass tatsächlich der offene Zugang zu Publikationen auch ein wichtiges Momentum ist. Wo fangen wir jetzt an? Alphabetisch nicht, sondern hier? Vielleicht nur, um da anzusetzen, ich glaube, wir reden da ein Stück weit aneinander vorbei, denn Sie sagten, das hat Horizon 2020 verankert. Was es verankert hat, ist, dass die Publikationen, die aus der geförderten Forschung entstehen, in Open Access verfügbar sein sollen. Was die Dame eben sagte, war ja ein ganz anderer Vergleich. Das war der Vergleich zwischen einem Journal-Artikel, der möglicherweise auch Open Access verfügbar ist, und einem Blog-Beitrag. Ja, da würde ich mich auf eine ganz andere Position stellen und sagen, es hängt sehr stark vom Inhalt ab, dessen, was man da schreibt, ob der Blogpost das geeignete Medium dafür ist oder ein Journal-Artikel. Und wir in Brüssel würden nicht den Forschern sagen, dass sie jetzt alle nur Blogs schreiben müssen. Was wir aber sehr deutlich gesagt haben, und da haben Sie natürlich recht, und das hat auch jetzt in der Rechtsbasis des Horizont 2020-Programms Gesetzeskraft, ist, dass eben die Publikationen verfügbar gemacht werden sollen, spätestens nach 6 Monaten, beziehungsweise für einige Bereiche, wissenschaftliche Bereiche, 12 Monate. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ein klassischer Weg ist einfach, den ganzen Text anschließend in ein Repository einzustellen, zusätzlich, oder eben zu veranlassen, und da gibt es auch wieder verschiedene Wege, ich will jetzt ins Detail gehen, dass das Journal, in dem man publiziert, dafür sorgt, dass der Artikel eben dann verfügbar ist und nicht, dass man gegen eine Paywall rennt anschließend und sich dann endlich mal dahin geklickt hat. Aber das ist, vielleicht will ich dazu auch noch kurz was sagen, ich fand die Diskussion sehr interessant hier. Ich bin von Haus aus teilweise auch Informatiker und wundere mich auch immer, dass man teilweise da noch, sagen wir, Tools nicht benutzt, die es eigentlich geben könnte. Die ganze Automatisierung mit der Verlinkung und all diese Dinge, die es so gibt und die man sich so, ja, über die man eigentlich gar nicht mehr diskutieren möchte als Informatiker, weil sie irgendwie basic sind, die hat man trotzdem noch nicht, wenn man einen Artikel schreibt. Und ich denke, es gibt verschiedene Gründe. Für einer ist, dass der Wissenschaftler eben kein Informatiker ist und der möchte eben Text schreiben, ist eben nicht automatisch ein Experte für diese Dinge. Und da stellt sich dann tatsächlich die Frage, die Sie ansprachen, sind wir noch nicht so weit? Gibt es dort noch Tools, Hilfestellungen, Dinge, die vielleicht die horizontalen Dienste der Universitäten, die Rechenzentren, die Bibliotheken vielleicht zur Verfügung stellen sollten, um diese Dinge besser zu verzahnen, sodass sich der Wissenschaftler auf seine Publikationsarbeit, seine geistige und vielleicht experimentelle Arbeit konzentrieren kann und eben dann eine Hilfestellung bekommt, um die Erzeugnisse so zu machen, dass auch Herr Brems am Ende froh ist, wenn er da mal durchklicken darf und dann an der richtigen Stelle direkt ankommt und nicht nach 5 oder 6 oder 7 Klicks oder gar nicht. Vielleicht bevor wir zu Ihnen kommen, ganz kurz, was da, glaube ich, noch durchklang, war ja eine Motivationsfrage. Warum soll ein junger Wissenschaftler das machen? Warum soll ein junger Wissenschaftler bloggen, wenn das nicht auf seine Karriere einzahlt? Was nämlich letztlich darauf einzahlt? Seine Publikationsliste, und da steht normalerweise der Blog nicht drin. Also ist es vielleicht doch irgendwo auch ein systemisches
Phänomen. Wer sagt, dass die Wissenschaftler bloggen muss? Das ist vielleicht eine andere Frage. Okay, wollen wir gerade zu ihm? Ja, also, funktioniert das? Ja. Ich denke, das ist genau die Frage, die wir jetzt haben. Open Access to Publication ist eigentlich relativ einfach in wissenschaftspolitischen, in der wissenschaftspolitischen Welt, weil alle Wissenschaftler sind einverstanden, dass Journal Publications der Weg ist, um sich wissenschaftlich vorwärts zu bringen. Die Frage für mich, ich denke, breiter ist, wenn man von Open Access to Data spricht, wenn man von Blogging spricht, wenn man von all diesen Dingen, die Sie da gezeigt haben, spricht, wie kann man das in ein Wissenschaftssystem reinbringen, wo das für Wissenschaftler Sinn macht, das auch zu machen? Das ist genau, was Sie da gesagt haben. Ich denke, das ist wirklich, Sie haben da den Finger auf den wichtigen Punkt von Open Science gesteckt. Wie kann man ein Wissenschaftssystem haben, dass es sinnlos macht, dass es das Sinn macht, dass man das auch Open Data zum Beispiel machen will? Heutzutage ist das nicht der Fall. Und die zweite Frage, will man das eigentlich? Ich denke, es gibt gute Gründe, wieso man das will, aber vielleicht können wir das weiter debattieren, weil ich denke, die Gründe dafür sind eigentlich ziemlich subtil und es ist nicht klar, wieso man Wissenschaft eigentlich ändern muss. Wolfgang hat sich, glaube ich, als nächster gemeldet. Ja, ich glaube, es war auch eher ein bisschen Absicht in der Veranstaltung, jetzt nicht den Fokus auf Open Access zu legen, weil das schon ein Thema ist, das im Bewusstsein der Community bereits diskutiert wird, sondern die Frage ist jetzt auch hier, in welchem Stadium sollen wir eigentlich offen sein und wie weit gehen wir da, denke ich, zurück. Also wir haben in der Präsentation kurz auch gehört von Open Methodology, dass Wissenschaftler schon von Anfang an Ideen kommunizieren. Und ich glaube, hier ist die wirkliche Schlüsselfrage, die wir uns stellen müssen, einfach der Zusammenhang zur Reputation und auch die Frage, wie sehr man in der Wissenschaft mit Fehlern, mit Fehlentwicklungen umgehen kann. Das ist, so was ich von der Community höre, einer der Haupthindernisse dahinter, dass man einfach in einem kleinen wissenschaftlichen, sagen wir mal, Freundeskreis gerne spekulative Ideen auch sich austauscht, aber dann einfach den weiteren Schritt in die Öffentlichkeit gehen, nicht wirklich gehen kann, weil es kann immer etwas schieflaufen und dann steht man aus der Dumme da. Und genau solche Entwicklungen müsste man auch einmal hinterfragen, bevor man da wirklich einen Schritt weitergehen kann in Richtung Offenheit. Also ich finde das Thema Open Methodology eine Schnapsidee, um es wirklich mal hart zu sagen. Das fängt einfach mal damit, das zeigt, wer auch immer sich das ausgedacht hat, hat für meinen Begriff noch nie in seinem Leben ein wissenschaftliches Projekt gemacht. Ein wissenschaftliches Projekt ist fast wie ein Kunstprojekt. Der ganze Wissenschaftsprozess, das ist ein Kreativprozess. Der beginnt über Jahre, indem man sich mit einem Thema beschäftigt, da wachsen Fragen, da hat man eine Inspiration, dann versucht man dem auf den Grund zu gehen, durch Gespräche qualitativer Art, durch Beobachtungen. Dann geht man hin und hat irgendwann mal eine Hypothese, vielleicht kann man auch, man kann vielleicht sogar ein Experimental Setup auch mal dokumentieren, das tut man eigentlich auch regelmäßig. Nur dann stellt man mitten im Experiment fest, dass man Anpassungen machen muss. Das ist wie ein Künstler, der ein Bild malt und jetzt plötzlich soll der Künstler aufschreiben, welche Farbe hast du denn da verwendet? Jetzt hat er eine rote Farbe verwendet oder ein Orange-Rot und das soll er jetzt dokumentieren. Das ist so ungefähr, bewegt sich auf dem Niveau, dass man also anfangen soll, jetzt jeden Pinselstrich und jede Farbwahl und jedes kleine bisschen Kreativität anzufangen zu dokumentieren. Und das ist für meine Begriffe ein Overkill. Da muss man sehr aufpassen. Ich habe nichts dagegen, dass man kritische Punkte innerhalb eines wissenschaftlichen größeren Projekts dokumentiert. Das tut man ja auch heute schon. Wenn ich eine wissenschaftliche Publikation schreibe, muss ich ganz genau aufschreiben, was ich wie gemacht habe. Da gibt es immer einen Methodenteil, zumindest in dem wissenschaftlichen Bereich, wo ich bin. Und die Gutachter erwarten auch oft, dass man dann zum Beispiel die Fragebögen
und genau die statistischen Daten, die man gefunden hat, dass man das alles publiziert. Und das tun wir ja auch. Mhm. Und darüber hinaus ist es aber, das ist schon eine wahnsinnige Arbeit. Sie können sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet, sicherzustellen, dass auch kein Hinterkomma-Fehler in der statistischen Auflistung in einem, hinter in einem Journal steht. Und jetzt kommen irgendwelche Leute und sagen, so, und dann müssen wir das auch noch dokumentieren, was nicht geklappt hat. Und jetzt kommen irgendwelche Leute und machen Open Methodology und wollen dann irgendwie noch, dass ich dokumentiere, wenn ich eine Faktoranalyse gerechnet habe, die sich nie ausgegangen ist. Das ist Ich glaube, wir müssen dann die Frage noch an, wann wir in diesem Erkenntnisprozess ihn aufmachen. Am Anfang, in der Mitte oder doch erst ganz am Ende, wenn das dokumentiert und publiziert wird. Wir haben mehrere Fragen aus dem Publikum, haben aber auch noch Vorträge, die jetzt kommen. Gibt es direkte Fragen dazu oder sollen wir, wäre mein Vorschlag, wäre eine Idee. Es kommt jetzt nämlich Open Data, ist der nächste Vortrag. Das passt jetzt so ein bisschen dazu, wie Sie schon ahnen. Ja. Wollen wir das erst machen? Nee? Es juckt sie in den wäre aber der Herr da hinten zuerst. Ich weiß, ich nehme Herr immer normalerweise immer erst nach der Dame dran, aber versuchen Sie es bitte ganz kurz. Ja, das, okay. Jens Best von Wikimedia Deutschland. Ich würde es bitten, vielleicht wenn wir versuchen würden, diese Dreiteiligkeit, Input, Verarbeitung, Output, weil das jetzt schon in den ersten Beiträgen schon wieder sehr vermischt wird und dann kommt eine Diskussion meistens nicht sehr fruchtbar voran. Ich fange mal mit dem Mittelteil an, weil Frau Spiekermann natürlich in gewissen Sinne schon recht hat. Ich würde es jetzt nicht Schnapsidee nennen, aber es ist doch schon, Open Methodology ist doch etwas sehr, sehr Experimentelles und Datensätze, wenn man mittendrin ist, irgendwie rauszugeben, damit andere schon während der eigenen Forschung damit arbeiten können, ist, na, da muss ich erst noch zeigen, ob das Sinn macht, möchte ich mal sagen. ResearchGate macht das ja ein bisschen, hat da auch schon Erfolge gemacht, aber man muss trotzdem sich fragen, ob, wenn wir jetzt hier heute Abend über Wissenschaft und freies Wissen reden, ob dann ausgerechnet die Frage, wie Wissenschaftler in ihrem Forschungsprozess und der Vergleich mit den Künstlern ist vielleicht gar nicht so dumm an der Stelle und trifft es ganz gut, sondern Input. Beim Input haben wir viele Probleme. Gut, mit Open Access wird es besser. Es gibt aber auch Datenbanken, die eher sich verschließen, als dass sie für Forscher zugänglich werden. Ich will da, gerade in der Pharmazie oder so, gibt es da Datenbanken, die leider nicht zugänglich sind und das ist ein großes Problem für die Forschung. Und weil wir ja jetzt mit Bloggen, mit diesem schönen, wunderbaren Stichwort Bloggen schon das Output-Thema hatten, und das ist doch, glaube ich, ein ganz wichtiges, wenn ich nochmal auf den Titel der Veranstaltung schaue, dann heißt es an der Stelle auch, sich zu fragen, ob die Aufgabe, die ja im Bologna-Prozess formuliert ist, und nämlich, dass die Wissenschaftler oder auch Wissenschaftsjournalisten, es müssen ja nicht immer nur die Leute sein, die aus dem Labor rausstürzen, auch da die Ergebnisse in die Bevölkerung vermitteln müssen. Und da ist ein großes Problem. Klar, mit Wikipedia, wir sehen das an einigen Stellen, wie zum Beispiel mit dem Liebesprojekt in der Wikipedia, dass die Ergebnisse in der Wikipedia öfters abgerufen werden, wenn die Menschen sich darüber informieren wollen, jetzt hier ein historisches, ein archäologisches Thema, als die runtergekochten Fachartikel dazu. Also insofern würde ich dann noch darum bitten, doch vielleicht zwischen Input, wo es noch viel zu tun gibt, auch politisch, und Output, also der Pflicht der Wissenschaft in die Bevölkerung auch die Ergebnisse zu vermitteln, dass da vielleicht noch ein bisschen drüber gesprochen wird, was da die digitale Informationsgesellschaft leisten kann, weil das Mittelding, also wie Wissenschaftler morgen zusammen miteinander umgehen, Open Methodology, ist vielleicht hier auf dem Schiff heute Abend nicht so der drängende Punkt. Je nachdem, wie viele Fragen dazu kommen. Ja, ich wollte noch vorschlagen. Sollen wir ganz kurz noch ein, zwei Fragen sammeln? Ja, dann haben wir, glaube ich, ein Gefühl auch für das. Genau, also Sie haben das Mikro schon. Wir machen das schnell. Katja Meyer, Universität Wien. Also ich möchte Short einwerfen, bitte. Ich finde, das ist keine Schnapsidee mit Open Methodology. Und ich finde, es ist sowohl sehr wichtig, das zu diskutieren. Und ich glaube, was hier immer, was man nicht machen darf, was Sie gerade gemacht haben, Frau Spiekermann, ist, alle Wissenschaft in einen Topf zu werfen mit diesem melancholischen Blick zur Kunst und so. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, weil jede Wissenschaft ist nicht gleich und jede Wissenschaft produziert nicht das gleiche Wissen. Und wenn Sie jetzt denken, was weiß ich, in der Mikrobiologie oder in der Proteinforschung, ist es so, dass es sehr wohl Open Notebook Science gibt, also das würde ich jetzt eben eher in den Open Notebook Science Bereich stecken, wo das unglaublich gut funktioniert, also wo die Leute wirklich zusammen an ihren Notebooks sitzen und Probleme lösen. Es gibt es in der Mathematik, es gibt es in der Informatik, GitHub und so weiter, sind wunderschöne Beispiele, wie sowas gut funktioniert. Und deswegen, finde ich, sollte man das nicht so abtun als Schnapsidee. Okay.
Problematik, die wir aber haben, ist, diese ganzen Debatten, auch zum Beispiel an so einem Abend wie heute, die werden immer allgemein geführt. Und dann kommt man allgemein dazu, dass Open Methodology allgemein ein gutes Thema ist. Anhand von 2-3 Beispielen, die es durchaus gibt. Wie vielleicht das, was Sie gerade genannt haben, was Sie auch im Vortrag genannt haben. Und das ist ein Problem unserer Zeit. Das ist, dass wir zu ungenau und zu allgemein global galaktisch diskutieren über etwas, was keiner richtig beurteilen kann. Ich kann nur meinen eigenen Wissenschaftsprozess beurteilen. Da macht das keinen Sinn. Naja, ich würde auch manchmal gerne eine Faktorenanalyse ein bisschen genauer dargestellt, also als dann in der Publikation, aber egal. Man darf immer nicht vergessen, Wissen, ja, dass das Wort Wissen, wenn man sich damit beschäftigt, von der Definition her, Wissen heißt Wahrheit. Ja? Wissen ist nur dann Wissen, wenn hier Wahrheit vorhanden ist. Und der Wissenschaftler ist ja jemand, der die Wahrheit sucht, zum Beispiel in den Daten. Was habe ich davon, wenn ich etwas publiziere, was ich als Wissenschaftler noch gar nicht als Wahrheit rausgeben kann, weil ich noch nicht der Meinung bin, dass es sich dabei um Wahrheit handelt? Was ich dann tue, ist, ich stifte Verwirrung. Aber selbst wenn es publiziert ist, ist das aber immer eine Halbwertszeit. Also finale Ergebnisse gibt es doch gar nicht in der Wissenschaft. Ist doch nicht mehr. Also Gravitationsgesetz, ja. Wir hätten noch eine kurze Frage hier vorne. Vielleicht kann ich das noch. Okay, eins, zwei, und dann sollten wir weitermachen mit dem Vortrag. Genau. Eins, zwei. Es scheint mir trotzdem wichtig zu sagen, dass Wahrheit in Wissenschaft ist etwas sehr Kritisches, aber es ist etwas, das systemisch kommt. Es ist nicht ein individueller Wissenschaftler, der seine individuelle Wahrheit kreiert, sondern ein Prozess, das das ganze System durchbringt. Und ich denke, die Frage ist, ob Open Wissenschaft als ein System auch mehr Wahrheit bringen kann. Das ist eigentlich die wichtige Frage hier. Und ich denke eigentlich schon. Man kann auch davon abgeraten werden, auf den Holzweg zu geraten, indem man Open Methodology, um das den Begriff so zu verwenden, zu machen. Also man kann zum Beispiel etwas, was man für Wahrheit hält, also wenn man sagt, okay, ich habe jetzt das abgeschlossen, habe das jetzt so ganz richtig gemacht, und mache jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt Open Notebook Science, aber ich schreibe da einen Blog, guck mal, was ich gerade Cooles rausgefunden habe. Ja, und das haben wir auch schon 10-mal im Lab-Meeting besprochen und das steht jetzt alles so da, aber da war halt ein Fehler drin, den von den Leuten vor Ort niemand gesehen hat und das wäre, wenn ich das nicht rausgegeben hätte, so auch veröffentlicht worden, beziehungsweise dann spätestens von den Gutachtern hoffentlich erwischt worden, bevor es veröffentlicht worden wäre. Und das sind Nebeneffekte, die einem ganz stark davon abhalten können, auf den Holzweg zu geraten, wenn dann jemand von außen kommt und sagt, ey, du hast da aber einen Fehler drin gemacht und ich sage das, weil mir sowas schon passiert ist. Also die Öffnung also, praktisch als mögliches Korrektiv praktisch für die eigene Arbeit. Auch genau, dass der Begutachtungsprozess schon früher anfängt, als er traditionell anfängt. Okay. Ich würde deswegen jetzt nicht unbedingt 100% widersprechen wollen, aber nur so als Detail mit einbringen. Ich will es auch nicht abwürgen, vielleicht bringt uns aber es aber, wenn wir jetzt in den Bereich Open Data noch mal ein bisschen genauer reinschauen. Wir hätten da nämlich jetzt noch einen Impulsvortrag, darf ich, ja, das dann gerade, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen abrupt, aber wir müssen ja auch ein bisschen in der Zeit bleiben, über die ich glaube ich schon ohnehin restlos hinaus bin. Ihre Frage merke ich mir, wenn ich darf, und dann passt bestimmt zum nächsten Vortrag. So, Peter Kraker ist hier von der TU Graz, Open Knowledge Foundation ebenfalls, die Folie wird noch besucht. Soll ich über Open Data gerade eine Minute was erzählen? Oder? Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich sehr über die Einladung und darf jetzt ein sehr konkretes Beispiel zu Open Data bringen. Und das ist im ersten Moment vielleicht nicht so naheliegend, aber ich möchte kurz über das Bienensterben sprechen. Auf Englisch Colony Collapse Disorder, das Mitte der 2000er Jahre, vor allem in Nordamerika, aber auch in Europa dokumentiert war, wo bis zu 80% der Bienenstämme gestorben sind. Und ein Problem, das bis heute besteht. Man hat sich dann auf die Suche nach den Gründen für dieses Bienensterben gemacht und eine Gruppe um die Genetikerin Diana Cox Foster hat dann ein sehr interessantes, wie ich finde, Studiendesign entworfen. Sie haben gesagt,
man nehme ja einmal Bienenvölker, die diesem Colony Collapse Disorder erlegen sind, quasi. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite nehmen wir gesunde Bienenvölker. Dann sequenziere man alle Mikroben, die in diesen Bienenvölkern vorkommen, vergleiche die Gensequenzen mit bekannten Mikroben und zum Schluss überprüft man dann, ob vielleicht Mikroben in einem der Fälle wesentlich öfters vorkommen, also signifikant öfter vorkommen, und dann hätte man einen möglichen Auslöser für das Bienensterben. Jetzt ist es eine sehr einfache Darstellung und alle anwesenden Mikrobiologinnen und Mikrobiologen mögen mir an dieser Stelle verzeihen. Es war natürlich eine sehr lange Studie, es hat über 2 Jahre gedauert. Aber ein Problem hätte aus meiner Sicht selbst der beste Mikrobiologe, die beste Mikrobiologin nicht selber lösen können. Nämlich, wie wären sie an diese Millionen und Abermillionen an Sequenzen von Mikroben gekommen? Und in den meisten Disziplinen wäre an dieser Stelle Schluss gewesen. Ja, sie hätten dieses Forschungsdesign nehmen können, zusammenknüppeln und in einen Papierkorb werfen können. Der glückliche Fall ist allerdings, dass im Bereich der Gensequenzdaten es hier eine Übereinkunft gibt. Diese Übereinkunft stammt noch aus dem Human Genome Project heraus. Da hat man sich gesagt in der Community, aber auch in der Politik, dass es sehr wichtig ist für die Gesellschaft, aber auch für die Forschung, dass diese Gensequenzdaten öffentlich zugänglich sind und frei zugänglich sind und dass dies zu geschehen hat, sobald eine Gensequenz entdeckt wurde. Und um das auch in die Tat umsetzen zu können, haben sich die Herausgeberinnen und Herausgeber der Zeitschriften, wie auch die Konferenzorganisatoren, verpflichtet, dies als Voraussetzung für die Publikation zu machen. Und es gibt 3 große Gendatenbanken, die europäische, die amerikanische und die japanische. Und mit Hilfe dieser Datenbanken ist es dem Forschungskollektiv dann auch gelungen, diese Gensequenzen abzugleichen. Und sie sind dann auf den Israeli Acute Paralysis Virus gekommen, der heute noch als ein wichtiger Indikator für das Colony Collapse Disorder gilt. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt ein bisschen Lust auf Open Data gemacht. Wir reden hier also von der Veröffentlichung von Forschungsdaten, die im Forschungsprozess entstehen. Und diese sollten im World Wide Web öffentlich zugänglich gemacht werden, ohne die Weiterverwendung stark zu beschränken. Die Vorteile, wie wir gesehen haben, sind einerseits Wiederverwendbarkeit. Das heißt, diese Forschungsdaten können auch von anderen wiederverwendet werden, wie es auch im Bereich von Cox-Foster passiert ist. Wissenschaft wird reproduzierbarer dadurch, das heißt, ich kann die Ergebnisse besser nachvollziehen. Und wie wir gesehen haben, ich kann eine riesige Metastudie auf dem gesamten Datenbestand durchführen, ohne sie diese Daten selbst noch einmal erheben zu müssen. Open Data ist somit ein wichtiger Bestandteil von Open Science, neben Open Access, Open Source und Open Methodology. Und weil ich den Begriff ja zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch mitgeprägt habe, möchte ich hier an dieser Stelle vielleicht noch ein bisschen eine Lanze für Open Methodology brechen. Also es geht natürlich nicht darum, dass man unreflektiert jetzt jedes Ergebnis, das man gerade herausgefunden hat, publiziert, ne? Sondern es geht schon darum, im Prinzip Wissenschaft besser reproduzierbar zu machen. Ich möchte jeden hier einladen, also ich habe es sowohl in den Wirtschaftswissenschaften als auch in der Informatik gemacht, ein Paper herzunehmen und selbst mit den Daten und eventuell vielleicht auch mit dem Source Code dieses Ergebnis, das in dem Paper beschrieben wird, dann auch tatsächlich zu reproduzieren. Sie werden in den meisten Fällen daran scheitern, im Grunde genommen darum, weil die Methodensektion zwar immer recht ausführlich ist, aber oft sehr wichtige Randbedingungen außer Acht lässt oder auch, weil der Wissenschaftlerin, die Wissenschaftlerin, der Wissenschaftler in dem Moment gar nicht daran gedacht hat. Ja, wie kann man jetzt Daten sinnvoll im Web publizieren? Da hat sich eine Gruppe um den Chemiker Peter Murray Rust aus Cambridge Gedanken gemacht und herausgekommen sind die Panton Principles for Open Data in Science. Und im Prinzip besagen diese, es ist wichtig, die Daten klar zu kennzeichnen, sie unter eine bekannte oder auch für Daten nutzbare Lizenz zu stellen und möglichst wenig Einschränkungen für die Weiterverwendung zu definieren. Man kann diese Principles auch online nochmal nachlesen und sich dazu auch selbst schriftlich bekennen. Wie sieht die Situation für Open Data in Österreich aus?
wir haben hier eine klare Federführung der Verwaltungsdaten. Es gibt die Corporation Open Government Data, aus der auch das Portal data.gv.at entstand. Und was lange Zeit gefehlt hat, ist ein Portal, das für quasi Nicht-Verwaltungsdaten zugänglich ist. Und da gibt es seit kurzem das opendataportal.at. Das wendet sich eben an Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur, Vereine, generell an die Zivilgesellschaft. Und hier ist es möglich, Daten frei und offen zu publizieren. Mit einem kurzen Blick auf die Referenzen bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass die Diskussion so lebhaft und so bunt weitergeht wie bisher. Vielen Dank, ja. Sogar mit Referenzliste, meine Güte. Wissen reproduzierbar, also dass Wissenschaft reproduzierbar sein muss, liegt ja sozusagen in ihrer Natur. Wir haben aber jetzt auch zwei Beispiele gehört, wenn ich das mit den Bienen richtig verstanden habe. Ich bin Informationswissenschaftler, ich muss das nicht so genau verstehen, aber es ging doch darum, dass das eigentlich gar nicht möglich gewesen wäre, ohne die Kollaboration. Das Beispiel von Timothy Gowers vorhin ähnlich. Der hat ja jahrelang an diesem Polymath-Theorem gearbeitet und hat es nicht hingekriegt und hat es in seinen Blog gestellt, ein paar Wochen später war es gelöst. Also nochmal zum Thema Wissen. Ist dann vielleicht die Öffnung dieses Erkenntnisprozesses, die Diversifikation derjenigen, die daran partizipieren, wenn ihre Mitarbeiter, vielleicht sogar eine Grundvoraussetzung, ein Stück weit, um zu bestimmten Wissen zu kommen? Nicken, nachdenken, Kopfschütteln, wer möchte. Also ich würde sagen, das kommt sehr stark auf das Feld an. Und da gibt es das komplette Spektrum von völlig nutzlos bis zu geht gar nicht ohne. Ja. Ja, also, und insofern kann man das nun auf jeden Fall zustimmen und überhaupt nicht pauschalisieren. Ich glaube, das Entscheidende in diesem Aspekt ist es wohl zu betonen, wie viele Sachen es gibt, die man ohne eine Öffnung des wissenschaftlichen Prozesses allgemein, die Sachen, die man damit sonst gar nicht machen könnte. Ich glaube, das ist das Sinnvolle, dass man sagen kann, okay, für welche Wissenschaft ist denn Open Science notwendig? Und wenn alle anderen, die das nicht brauchen, Open Science haben und davon keinen Nachteil haben, dann ist ja alles wunderbar. Ich glaube, das ist eher das, wo man sich Gedanken darüber machen sollte, okay, was geht uns denn verloren, wenn wir das jetzt nicht offen machen? Oder was geht uns denn verloren, wenn wir das nicht zumindest die Infrastruktur so umstellen und so sinnvoll gestalten, dass wir das, was offen sein kann, auch offen machen wollen? Denn es kann ja nicht alles offen sein. Wir können nicht unsere in der medizinischen Forschung alle unsere Patientendaten offen machen. Das ist natürlich ganz offensichtlich, dass das nicht geht. Ja, aber dass wir zumindest eine digitale Infrastruktur haben, international in der Forschung, das hat auch gar keinen Sinn, über nationale Forschung zu reden, dass wir da eine Infrastruktur haben, die es uns möglich macht, das, was technisch machbar und wissenschaftlich sinnvoll ist, auch offen zu machen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Was geht uns verloren, wenn wir die Chance vorbeiziehen lassen? Mhm. Nicken, sehe ich, ja. Dann kurz aus der Sicht des Science Policy Makers was sagen. Ich würde das so unterstützen und das stellt sich natürlich dann die Frage, was macht jemand, wie die Europäische Kommission in diesem Fall, die sich über Regeln Gedanken macht, die möglicherweise für alle gelten sollen oder auch nicht. Das ist ja ein sehr scharfes Schwert, was man da in der Hand hält. Da muss man ja auch dann vorsichtig sein, dass man nicht zu tief schlägt, sage ich mal. Und was wir da im Bereich Daten machen, sind eben zwei Dinge. Einmal haben wir im Horizont 2020 in dem neuen Rahmenprogramm einen sogenannten Piloten für offene Research-Daten mit aufgenommen. Wir unterscheiden zwischen Open Data, was mehr klassischerweise die Government-Daten sind, und Open Research-Data, was aus den geförderten, aus nicht geförderten Forschungsprojekten stammt. Da ist eben die Idee, dass man in einigen Bereichen sozusagen vorsichtig einen Nudge ausübt auf die Teilnehmer der Projekte, dass das doch eine gute Sache wäre. Das ist also in diesem Fall nicht mit Zwang verbunden, das heißt, jeder, der möchte, kann sich da auch von entfernen und muss da nicht dran teilnehmen. Wir haben es aber eher umgekehrt gesehen, dass in vielen Bereichen, wo wir eben gesagt haben, okay, das ist jetzt erstmal vom ersten Gesichtspunkt her nicht der Bereich, wo wir glauben, dass es am wichtigsten ist, da sind dann die Forscher gekommen und gesagt, wie kann es sein, dass wir nicht im Piloten sind, wir wollen auch mitmachen. Und da haben wir glücklicherweise ein Opt-in mit vorgesehen, das ist die eine Seite, also da wird es dann Daten geben, die da kommen, die irgendwie veröffentlicht werden müssen, auf irgendeine Plattform gestellt werden müssen. Da stellt sich dann gleich die zweite Frage, wo soll die denn sein, was ist die Infrastruktur dafür? Und da haben wir eben was das E-Infrastructures-Programm heißt, also das sind die elektronischen Infrastrukturen, die Verbindung zwischen EMBL, Sie nannten es eben, das ist ja auch eine Gefahr,
geförderte Einrichtung, jetzt spezifisch für einen Bereich, da gibt es mehrere, diese müssen verbunden werden mit den Datennetzen, es geht um die Speicherkapazität, aber auch um die Zugänge. Und da haben wir ein ganzes Programm, Innovation 2020, ungefähr 800 Millionen Euro für die 7 Jahre des Programms, um in diesem Bereich Fortschritte zu machen. Und da vielleicht einige von Ihnen kennen, vielleicht den Bericht, den wir vor einigen Jahren da hatten, Riding the Wave heißt der, da haben sich eben Experten die Frage gestellt, wie soll die idealerweise die Dateninfrastruktur im Jahre 2030 aussehen, wenn wir alle diese Dinge allen Leuten, die damit arbeiten wollen, zur Verfügung stellen können wollen. Was wollen wir dann haben und was für folgte ein Umkehrschluss für das Jahr 2010 damals, jetzt 2014, dafür, was wir heute fördern müssen? Wo soll investiert werden? Was sind die Player, die da zusammengebracht werden müssen jetzt? Weil die vielleicht in die gleiche Richtung denken. Und da gibt es eben dann Aktivitäten in diesem Bereich herum, was mal als Infrastruktur bezeichnet werden kann. Und da gibt es natürlich aber auch technische Fragen, die noch zu lösen sind, sei es Dateninteroperabilität, Standards, all diese Dinge, die nur sehr langsam, muss sagen, von einem ideellen Bereich in Brüssel runtertrickeln in die Member States und dann vielleicht auf den einzelnen Schreibtisch. Und das, ich würde da auch persönlich sehr vorsichtig sein, was die ganze Obligarisierung angeht. Also da, es geht eher um die Ermöglichung des Ganzen, denn idealerweise, seien wir doch mal ehrlich, wenn es hier um Forscher und Forschung geht, sollen die Forscher das machen, was die Forschung am meisten vorantreibt. Deswegen sollen wir uns darum kümmern, wo es Barrieren gibt und wo die Incentives so sind, wo die Anreize so sind, dass sie eben die gute Wissenschaft verhindern oder behindern. Da sollen wir uns darauf konzentrieren und die anderen Dinge dann eben als Ermöglichung betrachten, wo dann der Forscher sowieso aus Eigeninteresse möglicherweise am Ende dann mitmacht. Oder auch nicht, wenn es keinen Sinn macht in seinem spezifischen Bereich. Mhm. Okay. Sie hatten noch Ihre Frage aufgespart, dann würde ich sagen, Sie haben lange genug gewartet. Was Erich tut. Sagen Sie kurz, wer Sie sind? Andreas Röber. Mache mich gerade im Bereich Open Data selbstständig. Das ist im Wissenschaftsbereich, finde ich, mehr, was jetzt perfekt reden sollte, ist über die Frage Bewertungskriterien. Weil wir in der Wissenschaft noch immer die Situation haben, dass das, was ultimativ zählt, ist die Publikation. Dementsprechend hat die Dame recht, muss sich ein junger Wissenschaftler auf seine Publikation fokussieren. Das hat nur den Effekt, und darum finde ich eigentlich, was Horizon 2020 macht, jetzt bahnbrechen, dass niemand eine wirkliche Motivation hat, Daten zu veröffentlichen. Was man jetzt im Effekt hat, dass wir immer mehr wissenschaftliche Forschung mit immer mehr Daten und Daten haben, nur gleichzeitig noch immer so gut wie keine Daten veröffentlicht werden, also auch mit Ausnahme von Kinetik, was nur dazu führt, dass, wenn es so weitergeht, Wissenschaft immer schwieriger und schwieriger und schwieriger nachvollziehbar und reproduzierbar wird. Weil mir im Endeffekt die beste Methodensammlung, die beste Publikation nichts hilft, wenn ich die dazugehörigen Daten nicht bekomme. Direkt, will ich da vielleicht direkt dann noch zu. Wir haben dieses Problem natürlich auch erkannt. Und was Sie ansprechen, indirekt vielleicht, aber natürlich gar nicht so indirekt, ist ja die Frage, wie die wissenschaftlichen Karrieren gemacht werden, wie Berufungspolitik funktioniert, welche Daten da sozusagen die Berufungsentscheidung zugrunde gelegt werden, welche Zahlen, um konkret zu sein, oder welche indirekten Zahlen, Ranking, Journal Rankings, Impact Factor, all diese schönen Zahlen, die es so gibt. Wir haben das natürlich auch beschrieben, das Problem, wir sehen es, ein Problem, die Situation sehen wir. Die Sache ist nur die, dass man das sehr, sehr schlecht mit einem Federstrich ändern kann. Und ich glaube auch, das wäre sehr gefährlich, wenn es irgendeinen gäbe, der es mit einem Federstrich ändern könnte. Ob das dann so gut wäre, was da rauskäme, ist vielleicht auch fraglich. Es ist ganz gut, dass wir da gezwungen sind, eher einen evolutionären Ansatz zu gehen, als einen revolutionären. Und deswegen haben wir dieses als eines der Themen mit aufgenommen für die politische Diskussion zum Bereich Open Science. Wir nennen es Open Digital Science. Einige in der Kommission nennen es Science 2.0. Ich persönlich bin kein Fan dieses Labels. Wir haben da derzeit eine offene Konsultation im Netz. Wenn Sie da eine Meinung zu haben, sei es zum Label oder zum Inhalt, sind Sie noch bis Ende des Monats willkommen, Ihre Meinung dort zu hinterlassen. Der einfache Grund ist der, dass in der Forschung und Bildungspolitik, in der Bildungspolitik hauptsächlich, die Europäische Union wenig Kompetenzen hat. Das fängt in der Schule an, das geht aber durch, zieht sich durch die Universitäten durch. Wenn da einer in Brüssel sagt, ihr Unis, ihr müsst mal Berufungspolitik ändern, um diese Datenpublikation und die Blogposts besser, stärker gewichten, da kümmert sich im Zweifelsfall nicht so viel, kümmern sich nicht so viele Leute drum in den Hauptstädten oder in anderen Institutionen. Deswegen muss man da einen langsamen Prozess gehen, der eben dazu führt, dass die Dinge von unten aufwachsen. Und da kann es natürlich auch andere Situationen geben. Wenn Sie ein Forscher sind, dessen Peers wissen, dass der
gute Datenpublikationen macht oder sozusagen die Go-To-Stelle ist, wenn man sich um andere Fragen informieren möchte, weil er eben da aktiv ist. Er ist ja nicht so gesagt, dass man das immer ignorieren muss. Das ist ein Prozess, der langsam stattfinden wird und wir versuchen das zu unterstützen, indem wir Projekte unterstützen, die gerade an diesen Dingen arbeiten. Stichwort Altmetrics, Stichwort Datenpublikation, zitierfähig, dann die Dinge, die man da rummachen muss. Wer garantiert, dass die Daten auch korrekt sind? Aber wenn jemand zitiert werden will mit Daten, müssen sie auch sicherstellen, dass hinterher die Daten auch die richtigen sind, die er online gestellt hat. Das stellt den ganzen Rattenschwanz von Fragen hinterher und da versuchen wir eben aus Brüssel anzusetzen, eben, weil es keine einfache Lösung gibt. Jens hat ja schon darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, zu differenzieren. Also wo ist es überhaupt nötig, wo ist es möglich, das zu machen? Sie wollten dazu, glaube ich, auch gerade aber. Ja, ich wollte einfach nur ganz kurz anmerken, dass unser Reputationssystem natürlich ein weiterer, neben den bisher schon genannten, ein ganz weiterer wesentlicher Aspekt der Wissenschaft ist, die eben auch stehen geblieben ist und wo die Entwicklungen verschlafen wurden. Und wo jetzt angefangen wird zu gucken, okay, wie können wir denn Techniken, wie zum Beispiel Access Counter, wie sie schon Netscape und Mosaic Anfang der 90er hatten, in unsere Publikationen und nur unsere Publikationen bisher einzubauen. Ja, also das ist so ein wirkliches Beispiel dafür, wie wir jetzt noch antiquierten Reputationen nachhängen, die eigentlich in der heutigen Art und Weise, wie zunehmend, nicht überall natürlich, und vielleicht auch noch nicht mal mehrheitlich, aber doch zunehmend Wissenschaft gemacht wird, einfach damit ganz wenig nur noch zu tun hat. Frau Spiegel. Ich wollte mal ein paar Dinge auf meiner Liste. Es wird hier immer von Berufungspolitik gesprochen. Ich hoffe, es ist aber jedem klar, dass die Berufung, das war früher mal so, dass wenn man berufen wurde, ab da war man relativ sicher. Das ist aber nicht mehr der Fall. In Zeiten, in denen junge Wissenschaftler, und dazu gehöre ich jetzt auch schon, noch zum Glück berufen werden, ne, in Österreich sowieso, da ist man nicht mehr verbeamtet. Ich bin's. Da kann man. Okay, da haben Sie auch Glück. Ich habe meine Verbeamtung aber aufgegeben, als ich nach Österreich gekommen bin. Und mir wird von den verbeamteten Kollegen das auch immer ganz gerne gesagt. Also Berufung heute als Professor kann genauso ein Schleudersitz sein, also Professor zu sein, wie als wenn man ein junger Wissenschaftler ist. Das ist das Erste. Ja? Das heißt, man sitzt immer auf dem Schleudersitz, genauso wie Sie alle, die hier in der Wirtschaft tätig sind oder als Selbstständige. Das ist das Erste. Das Zweite, Blogpost. Ich habe ein wunderbares Blog beim Standard. Der Standard hat 1 Million Hits am Tag. Ich freue mich immer total, wenn ich dann 10.000 Leser habe mal, wenn ich einen Blog poste, das heißt die ethische Maschine. Mir ist aber aufgefallen, dass in dem Moment, wo es nicht gerade um Facebook oder irgend so ein Buzz-Dingen geht, ja, was jeder versteht, dann gehen die Leserzahlen dramatisch in den Keller. Dann gibt es auch keine Kommentare mehr, außer irgendein paar Trolle, die irgendeinen Scheiß dazu erzählen. Ja. Und dann habe ich einen Tag irgendwie verwendet, um ein nettes Blog zu schreiben, was noch nicht mal ein Hundertstel von dem im Wissen vermittelt, was ich in meinen Publikationen schreiben muss. Ich versuche es also wirklich mit einem kleinen Löffelchen reinzuschieben und die Leute steigen total aus. Das heißt, die Frage ist, was ist der Return on Zeitinvest? Ja, wenn das Thema Bloggen ist, ja. Dann kommt jetzt eine andere Frage, weil ich will ja Ihr Anliegen respektieren. Sie dürfen mich jetzt nicht falsch verstehen. Vielleicht müsste man sich Gedanken darüber machen und Kriterien entwickeln, ab wann ein Datensatz so wichtig ist für die Gesellschaft und auch für den Fortschritt in der Wissenschaft, dass man ihn veröffentlichen muss. Also zum Beispiel diese DNA-Sequenzierungsdaten. Das ist natürlich, dass man, wenn man so etwas als Ausgangspunkt nimmt und sagt, gibt es überhaupt Kriterien, die sozusagen die Frage, sollte ich meine Daten veröffentlichen oder nicht, beantworten? Und dann komme ich drauf, dass vielleicht 10% oder 5% oder nur 2% der Datensätze, die in den ganzen Wissenschaften geschaffen werden, wirklich veröffentlichtswürdig sind, beziehungsweise sogar die Notwendigkeit besteht dafür. Und dann ist aber nochmal nächster Schritt, dass Standards existieren, wie die veröffentlicht werden, also Metadaten geschaffen werden. Und diese Metadatensprachen müssen standardisiert sein, damit alle Wissenschaftler gleichermaßen verstehen, was hat er da überhaupt publiziert. Okay.
Okay. Also, wenn ich, darf ich gleich? Aber ganz kurz, weil die Kollegen da. Okay, also ganz kurz zum ersten und zum letzten würde ich da jetzt nichts sagen, aber ich glaube, die Perspektive, was ist es denn würdig, publiziert zu werden, ich glaube, das ist nicht die richtige Perspektive, denn Storage Space ist jetzt nicht wirklich das Problem, sondern es geht eigentlich viel mehr darum, wie kann ich denn dafür sorgen, dass die richtigen Daten an die richtigen Leute kommen. Und das ist, glaube ich, eine ganz andere Fragestellung. Insofern, das Problem, ja, hier, ich habe zu viel Informationen und ich habe keinen Platz mehr, dann bitteschön, ich kaufe dir eine Festplatte und dann haben wir den Platz. Und das Entscheidende ist schon wirklich, wie komme ich darauf zu und dass ich als Nutzer, dass ich weiß, wenn ich das jetzt sehe, ich kann es nicht selber einschätzen, dann hat jemand anders das schon gesehen zum Beispiel und kann das gut einschätzen. Wenn ich jetzt aber ein Datenstück habe von einem Kooperationspartner, dann möchte ich das vielleicht direkt sehen, wenn er das bekommen hat, weil es gerade damit zusammenhängt, was ich jetzt als nächstes machen werde. Es geht mir nicht um Storage Space, da haben wir leider viel zu viel von. Es geht um die Zeit. Der knappe Faktor in unserer Gesellschaft ist die Zeit. Und jeden Wissenschaftler zu verpflichten, jedes wissenschaftliche Projekt und jeden Datensatz zu veröffentlichen, da sehe ich das Problem. Dann brauchen wir eine Infrastruktur, die das für uns übernimmt. Das ist genau der Punkt. Ja. Aber die, also, genau das, was ich meine. Sagen Sie, geben Sie mir eine einzige Maschine, die es geschafft hat, uns Zeit zu sparen. Haben wir. Welche? Ja, wir schreiben unsere Programme zum Beispiel so, dass die Veröffentlichung von unseren Daten im Hintergrund automatisch passiert, ohne dass wir irgendwas dazu tun müssen. Wir schauen uns unsere Daten an. Also wir haben digitale Daten, Nullen und Einsen, haben ein Skript, was das in den Balkendiagramm darstellt. Das muss ich so oder so machen. Und das spart natürlich Zeit, wenn ich es von Hand tabelliere. Ich zeige mir das an und in dem Moment, wo ich meine Daten sehe, sind die raus und veröffentlicht. Mir kam das gerade so, das Bild, wie die in den Nebel gegangen sind. Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Aber es ist ja vielleicht auch über die Praktikabilität hinaus noch die Frage, wem gehören die Daten? Also da ist auch eine ethische Dimension sicherlich mit dabei. Wir haben noch zwei Wortmeldungen hier oben von den beiden Kollegen, die schon ganz lange warten. Zwei da unten und wir müssen gleich weiterschauen, dass wir weiterkommen mit unserem nächsten Vortrag. Ich weiß, wir wollen hier alle bis Mitternacht sitzen, oder? Ist das für alle okay? Nein? Okay. Buffet steht auch schon offen. Hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Aber Sie bleiben bitte noch einen Moment hier. Ja, wem gehören die Daten? Aber auch wer organisiert die Daten? Und ich möchte vielleicht ein bisschen anschließen an die Metadaten. Es, eine wirklich Schlüsselfrage, die noch nicht so viel bewusst ist, ist, dass man auch auf viel mehr auf offene Standards drängen muss. Denn wer organisiert die Daten wirklich? Einerseits sind es natürlich Projekte, die zum Beispiel von der Kommission gefördert werden. Andererseits werden NGOs, das allerdings wurde hier schon genannt, ResearchGate, was letztlich eine kommerzielle Organisation ist, genauso wie Mendeles. Und hier ist jetzt die Frage, das ist an und für sich nichts Schlechtes, wenn da auch kommerzielle Interessen dabei sind. Allerdings müssen die auch in gewisser Weise von der Politik vielleicht eine gewisse Voraussetzungen mitbekommen. Und das ist etwas, wo man sich noch viel mehr Gedanken machen kann, damit das Sachen nicht im Nachhinein regeln muss, wie das bei der Publikationswelt eigentlich geschehen ist. Man hat lange zugesehen und im Nachhinein ist dann der starke Druck in Richtung Open Access gegangen, sondern dass man das jetzt sich Entwicklungen ansieht und im Vorhinein dazu schaut, dass die Anbieter der Daten wirklich auch kompatible Standards einhalten und dass es da auch eine gewisse Konkurrenz geben kann. Also dass man, wenn man irgendwo seinen Blog veröffentlicht, seine Forschungsdaten veröffentlicht hat, seine Bewertungen von Publikationen veröffentlicht hat, dass man diese ganzen Daten, die man selber abgegeben hat, dann auch in anderen Portalen verwenden kann. Datenportabilität war auch schon ein Stichwort, das genannt wurde. Das sind Fragen, die sich die Politik immer überlegen muss, wie kann man da diese Standards setzen. Ich glaube, das sind jetzt Sachen, die jetzt wirklich anstehen. Okay, also kommerzielle Interessen ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Faktor gewesen, auch die Transparenz darin. Ich habe mich immer gefragt,
Was heißt jetzt dieser Wert bei ResearchGate? Ist der korreliert mit meinem Golfhandicap oder nicht? Ich habe nie so richtig verstanden, was ich genau. Aber wir haben noch eine Wortmeldung von einem Kollegen hier. Ja, danke, ja. Also es ist wirklich eine sehr interessante Diskussion, die wir hier haben. Ich denke, ich bin mit Ihnen einverstanden, dass wenn man die Hoffnung hat, dass eine Datenbank, eine zentrale Datenbank mit Standarden gäbe, wo alle einfach ihre Daten eingeben könnten, wäre das nicht die Lösung. Weil jede Community hat seine eigene Spezifizitäten, also spezifische Needs. Ne? Und man kann nicht eine Lösung für alle finden. Man muss jede Community die Möglichkeit lassen, ihre eigene Daten, Open Data Benutzung auch zu aufbauen und zu durchzudenken. Und ich denke, es ist interessant zu schauen, in diesen Communities, wo es schon gutes Data Sharing gibt, wie sie das machen und was es eigentlich heißt. Und zum Beispiel als ein Beispiel, wenn man die Particle Physics Community nimmt, um dem LHC in Genf, ist es wirklich, sie haben, also alle Daten sind für die Community zu offen und nicht nur die Daten, sondern auch die Computing Infrastructure da hinten, die es auch möglich macht, mit diesen Daten etwas zu machen. Aber in dieser Community wissen alle, wer die Daten gegeben hat, wer da mitgemacht hat, wieso man diese Daten braucht. Und obwohl am Ende es nur eine Publikation geben wird, die alle diese Daten aufnimmt, die alle diese Analyse aufnimmt, in dieser Community haben alle eine Rolle in diesem langen Prozess von Datenaufnahme bis die Endanalyse, die eine Publikation ist. Und alle verstehen, wer was macht. Ich denke, das fehlt wirklich noch, um Open Data möglich zu machen. Open Data ist nur möglich, wenn es für einen Wissenschaftler Sinn macht, Daten aufzubauen, zu vorbereiten und sie dann auch weiterzugeben, so dass alle wissen, dass er es gemacht hat, dass er da mitgearbeitet hat. Und bis jetzt gibt es dieses nicht in vielen, also die meisten Community können das nicht machen, sie wissen nicht, wie man das macht. Und ich denke, das ist wirklich die schwierige Frage in Open Data. Also eine technische Möglichkeit, eine prozessuale, letztlich Möglichkeit, die meinst du, wer entscheidet am Ende, wo sollte die Entscheidung liegen? Da sitzt die Politik, wie viel sollte da reguliert werden? Ich denke, die Regulation kann kommen, wenn die Community weiß, was für sie nützlich ist. Und als Policymaker sollten wir sehr nahe auf die Wissenschaftler schauen, um zu verstehen, wenn sie bereit sind, um sich einigen über einen Datenstandard zum Beispiel. Wenn man die DNA, Human DNA Sequence anschaut, ist die Community da einverstanden, dass das richtig ist und dass die Datenstandards so aussehen müssen und so weiter. Und dann ist es Zeit für die Policymakers reinzukommen und zu sagen, wir sind jetzt bereit, euch das die Geld zu geben, um das effizient machen zu können, um die Policy Frameworks, also die Policy Umgebung zu geben, um das möglich zu machen. Wir müssen noch eine Minute warten, die Politik erst noch. Vielleicht nur kurz dazu, ich denke, ein bisschen ambitionierter sollte man schon sein, als einfach nicht sich zurückzusetzen und zu warten, bis die Community selber das Problem ausdiskutiert hat. Es gibt ja ganz verschiedene Bilder in Communities. Es gibt einige, die versuchen, das Problem zu lösen, die gehen es an und sind noch nicht fertig. Es gibt andere, wo sie Generationenkonflikte haben, ganz klar. Da gibt es einige, die wollen das gar nicht und denken, das brauchen sie nicht mehr in ihrer Karriere. Andere sind ganz anders aufgestellt. Ich denke, da haben wir auch eine gewisse Verpflichtung aus Sicht des öffentlichen Nutzen, so der öffentlichen Wohlfahrt, weil es ja am Ende Steuergelder sind, um die es hier geht, da zumindest die Diskussion anzuregen. Und ich denke, ich hoffe, ich habe in meinem vorigen Redebeitrag deutlich gemacht, dass es uns sehr stark um Anregen geht. Es geht nicht darum, mit einem großen Hammer zu kommen, aber auch nicht so zu tun, als wenn sozusagen hier kein Problem bestünde. Ich denke, es ist schon so, dass man die Förderung machen sollte, die Diskussion fördert, das Geld auf den Tisch legt, ganz klar. Das hat häufig einen sehr interessanten Effekt auf die Beteiligten, die dann auf einmal merken, dass es eine ganz wichtige Sache ist, die da zu sprechen ist. Und dann am Ende, ob dann wirklich in jeder Community eine einvernehmliche Lösung rauskommt oder nicht, ist eine andere Frage. Ich habe da gar keine vorgefasste Meinung. Aber ich denke schon, dass man auf jeden Fall von der Politik fordern sollte, und wir fordern das ja auch von den Mitgliedstaaten, das auch mehr zu machen, diese Diskussion zumindest anzuschieben, sodass wir irgendwann eine Chance haben, in den nächsten 10 Jahren oder 20 Jahren dieses Problem dann tatsächlich aus der Welt zu schaffen und wieder Klarheit haben. Wir kommen auch, wenn ich ganz kurz noch, wir kommen auch gleich auf das Thema Bürger nochmal, ganz speziell, das Citizen Science. Lassen Sie uns vielleicht kurz vorher noch die beiden Fragen, die
beiden Zuschauer können sich schon kaum noch beherrschen. Bitte, sagen Sie noch ganz kurz, wer Sie sind. Patrick Danowski vom IST Austria, ich leite da die Bibliothek. Und ganz kurz zum Auswahlprozess. Das ist ein ganz großes Problem, weil der potenzielle Müll von heute kann das Gold von morgen sein. Gibt ein ganz kleines Beispiel aus dem Bibliotheksbereich. Einige Nationalbibliotheken haben mich gesagt, wir heben nur das auf, was aufhebenswert ist, also was eine ISBN hat, was ein gedrucktes Buch ist. Andere Nationalbibliotheken haben sich entschieden, wir sammeln alles, was gedruckt wird. Und jetzt dieser spannende Bereich Werbung. Werbung aus den 50ern zum Beispiel ist heute eine super interessante Ressource, um praktisch wieder Forschung genau darauf betreiben zu können. Die einen haben es weggeschmissen, die anderen haben es behalten und haben praktisch Forschern da ein neues Betätigungsfeld gegeben. Also das ist ganz schwierig, heute abzusehen, was morgen relevant sein wird. Danke, ja, dann geben wir hier gerade die junge Dame noch mal kurz weiter. Ja, ich muss mich noch mal zu Wort melden. Eine Frage nach Brüssel hätte ich. Und zwar bei einem kürzlichen Vortrag von Robert Jan Smits hat er bei der Frage nach Open Standards und Open Science oder Science 2.0 sozusagen eher abgewunken und hat gesagt, oh Gott, Brüssel möchte sich da überhaupt nicht einmischen. Und jetzt klingt das von Ihnen aber sehr anders. Also Sie sagen, Sie wollen die Diskussion anregen. Und vielleicht können Sie das noch ein bisschen konkretisieren. Ich muss jetzt nicht sofort sein, weil so wenig Zeit ist, aber ja. Dieser Bereich, auch Open Access im Übrigen und Open Research Data, den wir in den letzten paar Jahren gefahren haben, es gab im Jahr 2012 eine Empfehlung der Kommission in die Mitgliedstaaten, auch eine Mitteilung ihrer eigenen Politik und dann eben Horizont 2020 mit den dort verankerten Grundregeln. Das war ein Gemeinschaftsprojekt von der Generaldirektion Forschung, der Herr Smits vorsteht, und der Generaldirektion Connect, die meiner Kommissarin untersteht, also unserer Seite. Das haben wir gemeinsam gemacht. Und wir hatten uns eigentlich erhofft, den letzten Schritt Open Science zum Ende dieser Kommission, und Sie wissen vielleicht, dass sie offiziell zum Ende Oktober aus dem Amt scheiden wird, nochmal ein bisschen nach vorne zu stellen. Der Kollege Smits und einige andere waren da aber nicht so der Meinung, die wollten das gerne für die nächsten Chefs aufbewahren als potenziell interessantes Thema. Also ich plaudere hier ein bisschen aus dem Nähkästchen, wir sind ja unter uns. Ich hoffe auch nicht, dass es die große Runde macht im World Wide Web. Jedenfalls war da eine Debatte um das Timing, und das Ergebnis der Debatte war eben, dass wir jetzt diese öffentliche Befragung machen, die bis Ende September noch läuft. Danach werden einige Workshops organisiert, 4 Stück, glaube ich, bis Ende des Jahres. Und dann Anfang nächsten Jahres mit den neuen Kommissaren wird es da sicher eine Debatte dann mal geben, was der nächste Schritt ist zu diesem Thema. Das nimmt aber gar nichts davon weg, was ich vorher gesagt habe, nämlich die Anregung der Diskussion, die findet ja auch woanders statt. Ich hatte das Infrastrukturprogramm erwähnt, da gibt es ganz deutliche Projekte, die genau auf diesen Bereich abzielen. Die Infrastruktur, die zusammenarbeiten mit verschiedenen Vertikalen, also mit verschiedenen Fachbereichen, aber auch internationale Zusammenarbeit wird da groß geschrieben. Auch die technischen Standards sind ein Thema, das heißt, da ist Geld hinter, da sind Calls draußen, da sind Proposals, die nach Brüssel eingeflogen sind, und da wird demnächst dann auch die Finanzierung starten von den neuen Projekten. Und es gibt natürlich auch schon Projekte in diesem Bereich. Das heißt, die beiden Dinge sind nicht, es ist nicht weiß und schwarz. Das ist das Praktische, was wir schon machen. Das andere ist mehr der Politikprozess, wo man das Ganze noch eine Latte höher aufhängt, wo man dann mal eine Kommissarin hat, die auch wirklich eine Rede zu genau diesem Thema hält. Wenn es da irgendwo ein Projekt gibt, ist das nicht automatisch so. Wenn Sie das wirklich als Politikfeld aufgeschlossen haben, wie es, denke ich, mit der Frau Kruse und dem Bereich Open Access geschafft haben, dann haben Sie da wirklich was auch eine Breitenwirkung hat. Wir haben vorhin gesprochen über Breitenwirkung der Wissenschaft, Kommunikation der Wissenschaft an die Steuerzahler, an die Bürger. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema für dieses Thema, weil es genau an diesem Punkt ansetzt, genau darauf schaut, was sind wir denn schuldig, denjenigen, die für die ganze Veranstaltung hier bezahlen, zum größten Teil. Und ist es nicht wichtig, dass wir sozusagen systemisch auch an den Themen arbeiten, die in diese Richtung zeigen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, egal was derzeit vielleicht der ein oder andere sagen mag, dass dieses Thema größer werden wird und durchaus nicht nur abgewunken werden wird. Die Replik wartet schon. Ja, ich habe eigentlich eine Wissensfrage. Ich fange mal an, was ich weiß. Wenn ich als Wissenschaftlerin einen Artikel geschrieben und habe und der ist durch einen Gutachtungsprozess gegangen und ich habe alle Arbeit gemacht und alle Kollegen haben die Arbeit gemacht, um das zu begutachten, dann werde ich von dem Verlag aufgefordert, dass ob ich nicht beim Open Access mitmachen will. Und jetzt hört sich ja Open Access so unheimlich toll an, weil es ist ja offen. Open, das hört sich erstmal super an, ja. Was sich aber doch tatsächlich dahinter verbirgt,
ist, dass ich als Wissenschaftlerin aufgefordert werde, nachdem ich die ganze Arbeit gemacht habe, mehrere Monate, ob ich bereit bin, 1.500 Euro dafür zu bezahlen, jetzt noch on top, aus, keine Ahnung, meiner Privatkasse oder so, als Wissenschaftler verdienen nicht so viel Geld, muss ich mal dazu sagen, ob ich jetzt 1.500 Euro bereit bin zu zahlen, damit mein Artikel anderen Wissenschaftlern umsonst zur Verfügung gestellt wird. Wisst ihr, was ich da mache? Ich klicke da immer auf Nein. Weil die 1.500 Euro, die brauche ich am Ende des Monats, um meinen Haushalt zu finanzieren. Meine Universität kann auch nicht für jeden Wissenschaftler 1.500 Euro für jeden Artikel auf den Tisch legen. Das heißt, dass hinter diesem wunderbaren Begriff sich eigentlich ein ziemlich bösartiges Paket für, weiß ich nicht, was irgendwelchen Wissenschaftsverlagen in die Tasche wirtschaftet. So stellt sich das jetzt mir dar. Das ist jetzt mein Stand des Wissens. Ja. Ich werde hier immer aufgefordert und ich klicke immer auf Nein. Und was ich mache, ich mache eine Preprint-Version und die stelle ich dann einfach auf eigene Gefahr ins Netz. Und so wissen wir, dass, glaube ich, heute 29% der wissenschaftlichen Artikel dann doch frei verfügbar sind im Netz, was ich total klasse finde und ich mache da immer mit, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob mal ein Verlag auf mich zukommen könnte irgendwann und sagen könnte, ja, Sie haben doch da einen einfachen Artikel, das ist 1:1 vom Text her, was wir hier veröffentlichen. Und kein Mensch kauft mehr bei uns online auf dem Portal diesen Artikel, weil den haben sie ja umsonst ins Netz gestellt. Und bewege ich mich jetzt als Wissenschaftlerin total in der Grauzone. Und meine Frage an Sie ist, sagen Sie, bei Horizon 2020 machen Sie das obligatorisch, dass man sich an Open Access, dann geben Sie auch als Kommission die 1.500 Euro für jeden Artikel dazu, oder was machen Sie? Sie sind eine Musterschülerin. Falls Ihr Projekt durch Horizont 2020 gefördert wäre und Sie machen die Geschichte und den Preprint und der Text ist 1:1 identisch mit dem, der publiziert wird, haben Sie voll unsere Requirements erfüllt. Glückwunsch. Das machen nicht alle Leute. Natürlich haben die Verlage, nachdem sie jahrelang versucht haben, Open Access Regeln zu verhindern, jetzt umgeschaltet und bauen da schön eine neue Art von Paywall ein. Natürlich sind wir auch nicht sehr glücklich über einige Beträge. Sie haben ja noch einen relativ humanen Betrag genannt. Es gibt auch Journals, wo das sehr viel teurer kommt pro Artikel. Man muss aber auch sehen, dass es natürlich die ganze Infrastruktur gibt, die darum aufgebaut wird. Es gibt auch eine Debatte über Predatory Journals. Vielleicht wollen wir nicht in diese Tiefe einsteigen. Auf Ihre Wissensfrage hin. Wir haben in EU-geförderten Projekten, die ja dieser Aufforderung jetzt unterliegen, haben wir 2020 auch vorgesehen, dass solche Kosten erstattungsfähig sind, so sie denn auftreten. Wir sind aber auch relativ deutlich geworden, in dem Sinn, dass wir gesagt haben, wir mögen das sogenannte grüne Open Access, wir mögen Repositories, wir mögen Self-Deposit. Das ist gut, da sollen wir mehr von haben. Und Sie sind ja auch Informatikerin. Die Informatiker waren da, das war die erste, der ich vor 15 Jahren Berührung hatte mit diesem Thema. Da gibt es eine sehr schöne Plattform, wo man fast alles findet. Und das finde ich ist ein Paradebeispiel, davon sollen wir mehr haben. Natürlich gibt es da auch noch die Frage von Standards, von Vereinheitlichung und all diese Dinge. Es gibt auch Probleme. Aber wenn Sie das mit anderen Wissenschaftsbereichen vergleichen, ist da die Situation doch sehr, sehr viel besser für die Forschenden, die ja das eigene Interesse auch daran haben, dass sie die Papiere der anderen lesen können. Es geht ja nicht nur um ihr eigenes Papier, die 1.500 Euro, für die es im Übrigen auch andere Modelle gibt. Es gibt Universitätsfonds, es gibt teilweise mitgliedstaatliche Fonds, mal sehen, ob die gut funktionieren oder nicht. Die Engländer versuchen sowas momentan. Es gibt andere Modelle, muss man sehen, wie sich das ergibt insgesamt. Ich persönlich bin überzeugt, dass wenn alle Research Funder mehr in diese Richtung gingen, wir da sehr schnell zu einer guten Lösung gekommen. Dann vielleicht darf ich den Einsatz noch sagen. Der Sinn des Ganzen besteht ja daran, dass man die Kosten einmal hat. Und dann ist die Frage, wer bezahlt die 1.500 Euro? Klar, ist eine konkrete Frage, die muss man lösen. Aber der Effekt des Ganzen ist, dass man nicht am Point of Use sozusagen die Paywall aufbaut für alle Menschen, die jetzt gerade mal nicht in einer Universität sind, die sich das alles leisten kann. Dieser Effekt, gesamtwirtschaftlich gesehen, davon sind wir überzeugt, das haben auch die Studien ergeben und die ganze Grundlage dieser Politik ist eben sehr stark positiv. Und deswegen haben wir als öffentlicher Förderer eben diese Politik verankert. Und andere haben es ja auch gemacht. Sie sehen, wie lange in der Politik ein Satz sein kann. Ich habe es ein bisschen im Vorgespräch schon gesagt. Wir werden immer wieder zum Thema Open Access zurückkommen. Ganz kurz, kurz dazu, wir wollen ja nämlich auch noch zwei Fragen mitnehmen. Wir müssen dringend mit dem nächsten Vortrag. Ganz kurz nur ein paar Zahlen. Es ging um eine Wissensfrage. Ein paar belegbare Zahlen, die man sehr schön nachlesen kann.
ein normaler Begutachterartikel in einem Abonnement-Journal kostet die Gesellschaft, also kostet, wer auch immer das dann bezahlt, $5,000 in etwa. Das ist natürlich für gerade für Entwicklungs- und Schwellenländer unbezahlbar. Insofern haben die vor 15 Jahren etwas entwickelt, was Cielo heißt, Scientific Electronic Library Online. Die machen das seit über 15 Jahren. Mittlerweile sind es fast 900 Journals. Die machen genau das Gleiche, was Verlage auch machen. Allerdings kostet dort ein Artikel $90 und ist öffentlich zugänglich. Das heißt also, wenn man sich diese Zahlen anguckt, was so Artikel kosten, ist alles, was über, sagen wir mal, $100, $200 pro Artikel an Gesamtkosten hinausgeht, ist entweder Abzocke oder Steuerverschwendung, je nachdem, von wem das Geld bekommen wird. Die steile These ist hier immer populär, das merke ich schon. Wir haben da hinten eine Wortmeldung, hier vorne die Dame, und würden dann, glaube ich, mit Herrn Mietzen weitermachen, sonst nimmt uns das für alle Ewigkeit übel, wenn wir das nicht tun. Helmut Bonnemeyer von der Open Knowledge Foundation. Ich finde es immer wieder sehr schön, weil im Open Science Bereich kommt dieselbe Debatte, die wir aus der Verwaltung kennen, und wir haben jetzt eben gerade das Open Data Portal gegründet und wir kennen dieselbe Debatte. Und ich möchte auf das eingehende Statement ganz am Anfang dieses Abends, wo Sie gesagt haben, dass die Wissenschaft noch nicht die Technologien nützt, die überhaupt vorhanden sind. Und ich würde es gerne erweitern darum, dass die Wissenschaft auch nicht die Kultur nützt, die mittlerweile vorhanden ist. Weil aus der Verwaltung kennen wir dasselbe Thema. Die Verwaltung hat gesagt, Daten hergeben, never ever. Wir verkaufen die Daten, wir machen damit Umsatz. Ihr könnt uns die Datenquelle nicht wegnehmen. Und dort ist die Debatte zu einem guten Teil widerlegt, beziehungsweise auch schon kulturell umgesetzt, dass wir überhaupt nicht mehr darüber diskutieren. Und ich glaube, dieser Kulturwandel ist einer, und da ist die Wissenschaft in ihrer ganzen Tradition sicher auch noch eine ganz große Burg, die es zu erobern gilt, damit man an diesen Datenschatz herankommt. Und wenn akzeptiert ist, dass die offenen Daten und auch nicht mehr die Frage, welche Daten hergegeben werden, sondern dass Daten prinzipiell einmal ein offenes Gut sind, wenn diese Kultur mal durch ist, dann bin ich mir ganz sicher, dass ganz viele Daten nicht mehr doppelt erhoben werden und dass ganz andere Rückschlüsse gezogen werden können. Und ich möchte noch weitergehen und möchte sagen, das kann man in der Forschungsförderung gesetzlich verankern. Ich glaube, das ist ein ganz starkes Politikthema. Das hat man in Wien gesehen, wie die Verwaltung das gefordert hat. Wurde es auch zum Thema, also wie es die Politik gefordert hat, wurde es zum Thema in der Verwaltung. Und ich glaube, es geht noch viel weiter auch in die Wirtschaftsförderung hinein. Auch dort gilt es, geförderte Projekte, die Informationen, die Daten, die aus diesen Projekten entstehen, freizugeben und diese Daten zugänglich zu machen. Okay, vielen Dank. Ja, hier vorne die Dame noch ganz kurz. Kommen Sie, die geht noch vor. Dankeschön. Mein Name ist Sigrid Maurer, ich bin Wissenschaftssprecherin der Grünen und es gibt einen Aspekt, der mir in dieser Diskussion noch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Wir haben in Österreich die Situation, dass Wissenschaftsministerium ist abgeschafft worden, es ist fusioniert worden mit dem Wirtschaftsministerium und es ist in Wahrheit nur die logische Schlussfolgerung einer Entwicklung, die schon seit lange geht. Und diese ganze Thematik Open Science, Open Access und so weiter birgt für mich auch die Möglichkeit, eine stärkere Kontrolle wieder der Wissenschaft zu machen. Wir haben kaum Kontrollmöglichkeiten, was private Investitionen an Hochschulen betrifft, was private Förderung von Forschungen betrifft. Aber ich will jetzt da gar nicht, also es gibt auch Forschungsprojekte und Forschungsförderer, wo teilweise ein genauerer Blick durchaus notwendig wäre. Und mich würde interessieren, was Sie dazu zu sagen haben und wo Sie Möglichkeiten, Grenzen, Entwicklungspotenziale sehen, was eben die Kontrolle von, also die sowohl ethische als auch wirtschaftliche Kontrolle von Wissenschaft bedeutet. Okay. Fangen wir schnell, sonst würde ich. Ich würde gerne was sagen. Die Wissenschaft ist frei. Und die muss auch frei bleiben. Das ist meine persönliche Meinung. Ja? Wenn Sie jetzt als Professor berufen werden wollen, dann müssen Sie in der Regel 10, 20 Jahre arbeiten vorher für verschiedene Arbeitgeber oder für eine andere Universität und Sie müssen wirklich einen astreinen Lebenslauf haben. Das wird auch geprüft und das geht durch unglaublich viele Verfahren, bis man da berufen wird. Und dann erwartet man von dieser Person, dass sie sich ordentlich verhält und ordentlich mit den Budgets umgeht und sich nicht selbst bereichert und anständig die Studenten behandelt. Und das ist eine Frage von Vertrauen, die man da auch in die Wissenschaftler und in die Professoren und deren Verantwortungsbereiche hineinlegt. Das ist in jedem Bereich irgendwo
Probleme gibt, auch mal, weil schwarze Schafe ist gar keine Frage. Aber dass man anfängt, Wissenschaftler zu kontrollieren und den Wissenschaftsprozess kontrollieren zu wollen und zu schauen, wie viel darf man für welches Forschungsprojekt ausgeben und also sozusagen die ganze Wissenschaftsinstitution auch an ein Wirtschaftsministerium zu hängen, das ist, ich finde, das fand das dramatisch, als ich das gehört habe. Diese ganze Kontrollkultur, die wir jetzt aufbauen, nur weil wir die Daten da haben und nur weil man alles registrieren und speichern kann, da müssen wir, glaube ich, sehr aufpassen. Also es geht nicht um Quantität, es geht um Qualität und es geht auch um Vertrauen, statt alles kontrollieren zu wollen. Wer kontrollieren will, in der Regel, denken Sie mal an sich selbst, der tut das doch in der Regel aus Angst. Kontrollieren will man meistens aus Angst. Das ist das psychologische Moment, was da eine Rolle spielt. Und ich möchte nicht in einer angstgetriebenen Gesellschaft leben, die alles kontrollieren muss, ja? Und jeden scheiß Datensatz noch aufzeichnen muss. Ich möchte auch noch mal antworten auf den Kollegen, der da hinten von der Bibliothek sagte, er ist froh, dass jetzt im Prinzip, also sieht die Strategie der Bibliotheken, die alles behalten haben. Ich bin voll ihrer Meinung, weil in jedes Buch ist Herzblut geflossen. Das ist ein Qualitätsprozess, der da stattgefunden hat. Aber Daten können doch einfach nur Garbage sein. Und wir glauben an diese wahnsinnigen Datensätze. Und wir sind noch überhaupt nicht an dem Punkt, das mal kritisch in Frage zu stellen. Ja, und möchte noch einen allerletzten Punkt sagen zu dem Kollegen, der mit Open Data vorhin dieses politische Statement abgegeben hat. Ich bin auch also voll ein Verfechter von Open Data, dass zum Beispiel Behörden oder Verkehrsbetriebe zum Beispiel ihre Daten offenlegen, damit kleinere Wirtschaftsunternehmen wie zum Beispiel Quando hier in Wien Verkehrsdienste anbieten können. Ich möchte nur eins zu bedenken geben. Wenn man diese Open Data auch für die amerikanischen Großkonzerne öffnet und die sich einfach mal die Daten auch ziehen können, dann sind innerhalb von 0,nix die armen kleinen mittelständischen Unternehmen, die hier mit diesem Open Data was machen sollen, pleite. Weil sie nämlich von Google und anderen großen Unternehmen sofort im Wettbewerb nicht mehr bestehen können. Wir haben eine Monopolisierungsstruktur und Tendenz in den Internetmärkten. Das heißt, ja, machen Sie Open Data, aber fragen Sie doch mal, ob die amerikanischen Verkehrsnetze dann auch ihre Daten offen machen. Und da bin ich mal, da ist ein großes Fragezeichen. Und deswegen würde ich sagen, ja, machen wir die Open Data, aber bitte nur für europäische Unternehmen. Daniel, vielleicht magst du schon mal aufbauen. Es ist halt die Frage, ich glaube, die schwingt auch den ganzen Abend schon mit. Kontrollieren ist nicht gleich regulieren, würde ich mal sagen, geht so in die Richtung. Ist es wirklich Angst, die Motivation, oder ist es vielleicht der Wunsch nach Transparenz, was ja nicht notwendigerweise dasselbe ist? Das war jetzt mehr so als rhetorische Frage gedacht. Ich dachte nur, wir nehmen jetzt vielleicht nochmal den Vortrag von Daniel Mielchen mit, der für eine Organisation spricht und arbeitet, die keiner von Ihnen kennt, nämlich die Wikipedia, also eine Organisation, die offenes Wissen lebt und das sie tagtäglich nutzen, ohne sich groß darüber Gedanken zu machen, wo das herkommt, ohne vielleicht den Wert zu hinterfragen. Das ist für sie was Selbstverständliches. Das beantwortet tagtäglich ihre Wissensfragen. Und zwar mehr als jedes andere massenmediale Medium heutzutage. Das war die Steilvorlage. Geht's los? Um es mal klarzustellen, ich arbeite für das Museum für Naturkunde in Berlin und in meiner Freizeit, speziell wenn es dunkel wird, bin ich bei Wikipedia aktiv und bei der Open Knowledge Foundation. Ich versuche jetzt mal, die Diskussion hier ein bisschen zusammenzubringen. Wir haben die Zeit schon überzogen und ich stehe zwischen dem Buffet und der Diskussion. Deswegen versuche ich einfach mal kurz zu beschreiben, ein Experiment, was stattgefunden hat diesen Sommer. Es war in Brasilien und da haben Wissenschaftler, ich sage jetzt mal, wie das Wissenschaftler beschreiben würden. Da haben wir Gruppen gebildet, wo jeweils vier Mannschaften, sage ich jetzt mal, ein paar Spiele gegeneinander gespielt haben. In jedem Spiel gab es so 22 Leute und einen Ball und noch ein paar Leute, die rundherum waren.
aufgepasst haben, Kontrolle ausgeübt haben. Und dann gab es ca. 50.000 bis 100.000, die jeweils zugeguckt haben. Wenn das aber in der Wissenschaft gewesen wäre, hätten wir diese 50.000 bis 100.000 Leute nicht. Und am Ende stünde nur ein bestimmtes Land ist Weltmeister geworden. Der ganze Prozess wäre nicht sichtbar gewesen. Aber der ganze Prozess ist das, worauf es ankommt. In einem wissenschaftlichen Experiment gehen mindestens genauso viele Emotionen positiver wie negativer Natur durch, wie bei so einem Fußballspiel oder bei so einem Turnier. Und die werden aber normalerweise nicht nach außen transportiert. Und wenn wir einfach nur auf dem gleichen technischen Niveau, wie wir wissenschaftliche Artikel schreiben, den Fußball beschreiben würden, was ja im Zeitungsteil ist, also so hier und da mal passiert, dann ist die Begeisterung der Leute doch deutlich weniger ausgeprägt. So, und damit haben wir auch so ein bisschen die Brücke zu diesem Thema Citizen Science gebaut. Es gibt viele Leute, die sich für Sport interessieren, weil der Sport interessant gemacht wird, weil man auch zugucken kann, weil halt eben am Ende nicht nur das Ergebnis steht, sondern weil man sich angucken kann, was ist eigentlich bei diesem 0 zu 0 da passiert oder bei dem 7 zu 1 oder was auch immer. Ne? Und das ist das, da haben viele Leute mitgefiebert. Und genau das Gleiche ist bei dieser Frage, warum fliegt diese Fliege jetzt nach links oder nach rechts? Oder kriegt das Chamäleon diese Fliege? Genau das sind diese Arten von Fragen, mit denen sich Wissenschaftler beschäftigen. Oder andere Frage, Fukushima. Gab es ein großes Problem, hat viele Leute interessiert, der Staat Japan hat gesagt, ah nee, kein Problem, alles unter Kontrolle. Dann sind die Leute, die in der Nähe von Fukushima gewohnt haben, oder halt eben auch manche von weiter her, sind gekommen mit einem Geigerzähler und haben einen Geigerzähler das machen lassen, was ein Geigerzähler macht, nämlich Radioaktivität messen. Und haben dann diese Messung auf Karten eingetragen, die im Internet waren. Und das Ganze ziemlich schnell, wesentlich schneller, als das die japanische Regierung je hingekriegt hätte. Und in der Tagesschau und anderen traditionellen Medien hatten wir live diese Geiger-Counter. Und die Leute haben das geguckt. Na? Und vom Prinzip her kann man das mit jeder Art von Messung machen. Natürlich wieder personenbezogene Daten und so. Bestimmte Arten von Daten können einfach dafür nicht verwendet werden, aber für alles oder für die meisten Daten ist sowas prinzipiell möglich. Und es gibt auch viele Leute, die interessieren sich dafür. Und ich kann jetzt leider sehr wenig sehen, wer da hier ist, aber ich würde einfach mal jetzt Sie um Handzeichen bitten. Wir hatten ja schon rege Beteiligung, aber es hat noch nicht jeder was gesagt. Wir können auch nicht mehr jedem was sagen lassen, aber es kann jeder mal seine Hand heben, wenn er gerne an einem wissenschaftlichen Projekt teilnehmen würde. So, okay, jetzt nehmt die ihre Hand, nehmt, Hand oben lassen bitte. Die nehmen ihre Hand runter, die innerhalb des letzten Monats schon teilgenommen haben an einem wissenschaftlichen Projekt. Okay, wer im letzten Monat nicht an einem Projekt teilgenommen hat, bitte Hand hoch. Hand hoch, Hand hoch, okay. Genau Sie sind eigentlich Zielgruppe von dieser Citizen Science. Citizen Science wird in der Wissenschaft zunehmend verwendet, im Wesentlichen für Fragen, wo die kleine Gruppe aus Forschern alleine nicht klarkommt. Das hatten wir in dem Beispiel, was der Stefan vorhin genannt hatte, mit dem P ist gleich NP ungefähr, für Mathematiker. Ne? Aber es gibt halt eben auch Probleme, die man mit einer größeren Gruppe bearbeiten konnte. Bei dem speziellen Problem konnten wirklich nur Leute, die Mathematik auf hohem Niveau konnten, tatsächlich auch mitmachen. Konnten ein paar andere Leute mitlesen. Ich habe auch mitgelesen, habe fast nichts verstanden, aber ich fand den Prozess interessant. Ist ähnlich wie man auch, ich kann auch Baseball gucken, verstehe ich auch nichts, aber ist interessant, ne, manchmal. Und es gibt viele Leute, die sich für bestimmte Sachen interessieren und die würden gerne bei so einem Prozess mal mitmachen. Und ein klassisches Citizen Science Projekt ist zum Beispiel ein Doktorand, hatte in der Astronomie hatte die Aufgabe, Bilder des Hubble-Teleskops zu analysieren. Und davon gab es 1 Million. Und er hat so gesagt, okay, ich probiere mal gucken, wie viel ich schaffe. Hat er eine Woche lang wirklich rund um die Uhr fast nicht geschlafen im Labor, 50.000 Galaxien klassifiziert. 50.000 von 1 Million, das heißt, es wäre noch eine ganze Menge Zeit gewesen. Und der war hinterher fertig, der brauchst du wohl. So, und die wesentliche Frage, die er dabei beantwortet hat, war eigentlich nur, ist diese Galaxie spiralig oder ist die eher sphärisch oder irgendwas anderes? Weil die Beantwortung dieser Frage, wenn man das auf der Skala von 1 Million Galaxien macht, hatte Auswirkungen auf eine Theorie zur Entstehung von Sternen und sowas, an der er in seiner Doktorarbeit gearbeitet hat. Dann hat er sich gesagt, okay, die restlichen möchte ich jetzt nicht nochmal so machen. Also hat er ein Programm geschrieben, wo er die Daten hochgeladen hat, die waren ja sowieso schon frei, da braucht er sich mit dem Teil jetzt nicht mehr beschäftigen. Hat gesagt, hier ist eine Plattform, Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr Galaxien klassifizieren, ob sie spiralig, rund oder irgendwie anders sind. Ja, die Leute sind gekommen.
Also er hat das nicht einfach nur so gesagt, sondern er hat es schon geschickt mit den Medien, die das Web ihm zur Verfügung stellt, gemacht und die Leute sind gekommen. Aus diesem Projekt haben sich viele andere entwickelt und innerhalb dieses Projektes haben dann Leute, die Astronomie überhaupt nicht studiert haben, die haben neue Formen von Galaxien beschrieben. Da sind klassische Paper wieder rausgekommen, da sind aber auch viele andere Sachen rausgekommen. Viele Leute, die sich früher nicht für Galaxien interessiert haben, die haben dann aktiv mit dran gearbeitet. Die haben versucht, Spektroskopie-Methoden zu verfeinern, dass sie die Daten, die andere Teleskope oder so schon aufgenommen hatten, zusammenbringen können wieder. Das ist wieder so Open-Data-Sachen. Man kann bestimmte Sachen nur dann zusammenbringen, wenn sie halt erstmal da sind, verfügbar sind. Und das haben Leute, die wirklich keine astronomische Ausbildung hatten, haben sich dann gegenseitig über so Online-Foren Sachen beigebracht. Und da sind sogar jetzt diverse Strukturen oder Typen von Galaxien sind jetzt benannt nach Leuten. Also Hannis Vorwerk zum Beispiel, ein Objekt ist nach einer Lehrerin, Unterstufenlehrerin Hanni aus Holland benannt. Und die hat wirklich nie Astronomie. Sie fand die Bilder einfach nur schön. So wie andere Leute Fußball schön finden oder irgendwie anders. Ne? Insbesondere hier. Ja? So, und man kann dies in allen möglichen Bereichen machen. Es gibt immer wieder Initiativen, wo man rumgeht, zum Beispiel gucken, wir haben Käfer, bestimmte Arten von Käfern sind entweder zu selten oder zu häufig irgendwo. Und dann kann man sagen, ja, haben Sie so einen Käfer in letzter Zeit gesehen? Wenn Sie den sehen, machen Sie mal ein Foto, schicken Sie uns. Oder ein anderes Projekt gab es in Deutschland, da hieß es einfach, ja, wenn Sie Mücken nerven, ist das nervig? Noch nicht? Ja, und irgendwann machen Sie den hier. Wenn Sie das gemacht haben, schicken Sie uns die Mücke. Haben die Leute gemacht? Ja, haben die Leute gemacht. Auf diese Art und Weise haben die Wissenschaftler ein Bild davon gekriegt, von der Diversität von Mücken innerhalb von Deutschland. Es gibt mittlerweile wirklich Citizen Science. Also, wir alle im Chor. Citizen Science. Ja, okay, solche Projekte gibt es in allen möglichen Bereichen der Wissenschaft. Und diese haben jetzt erstmal nicht unbedingt was mit Open zu tun. Der Punkt ist einfach nur, dass die Bürger mitmachen können. Die meisten dieser Projekte sind tatsächlich klassisch closed, das heißt, die Konzeption des Projektes findet in den Hirnen der Forscher statt, die reden auch nicht großartig drüber. Irgendwo machen sie dann ein Fenster auf in ihre Wissenschaft, da sagen sie dann, hier, macht mit. Die Daten, die die Bürger dazu beitragen, die sind manchmal offen, manchmal nicht. Und dann irgendwann wird ein klassisches Paper draus geschrieben, da stehen dann die Autoren, die Wissenschaftler wieder drauf und irgendwo in den Danksagungen, ja, und die Bürger haben auch mitgemacht. So, andererseits bildet aber Open Science wiederum einen ganz anderen Hintergrund, vor dem man Bürgerwissenschaft machen kann. Da kann man nämlich tatsächlich sowas wie dieses Fußballstadion, wenn wir mal groß denken, kann man tatsächlich machen, weil die Leute an jedem Punkt mitmachen können. Es gibt bestimmte Regeln, dafür gibt es einen Schiedsrichter und ab und zu mal Funkprobleme oder irgendwie sowas. Aber es gibt eine Infrastruktur, wo man teilnehmen kann. Und dann kann man diese ganze Passion, die Emotionen, die in der Wissenschaft passieren, die kann man auch teilen, die kann man weiter teilen, kann man auf Facebook, sonst wo, auf einem Boot kann man teilen. Ja? Und auf diese Art und Weise kann man sich viel besser mit der Wissenschaft beschäftigen, selbst wenn man es in seinem Beruf, um Gottes Willen, nicht machen möchte. Bei Cocktailpartys höre ich immer wieder, wenn ich erzähle, ich bin Physiker, oh Gott, Physik war mit das Erste, was ich abgewählt habe. Oder irgendwie sowas. Aber selbst diese Leute, von denen vermutlich auch ein paar hier hinsitzen, ich gucke jetzt keinen spezifisch an, selbst diese Leute, wenn sie ehrlich sind, gucken sich ganz gerne mal die Sterne an oder bestimmte andere Sachen. Oder halt einen Käfer oder irgendwie sowas. Ne? Und das dürfen sie jetzt. Sie dürfen jetzt an der Wissenschaft mitmachen. Und sie können sogar Wünsche äußern. Es gibt Plattformen, da können sie Vorschläge machen. Als irgendjemand, sie müssen noch nicht mal einen konkreten Namen haben. Sie können da sagen, halt, ich bin Fritz Hugo 25, geht auch. Damit müssen wir als Wissenschaftler noch lernen, umzugehen, weil wir es eigentlich gewohnt sind, nur mit Professor und Doktor, HC und so weiter zu arbeiten. Und, aber es gibt viele Möglichkeiten, da so zusammenzuarbeiten. Und das zu eruieren, soll jetzt Thema der letzten Wortmeldung sein. Deswegen höre ich jetzt auf. Vielen Dank. Kannst auch bis dann nachher, falls Fragen sind. Also diese Öffnung des Erkenntnisprozesses, die uns jetzt auch den ganzen Abend schon beschäftigt hat, das ist ja ein häufiges Missverständnis, dass es letztlich nur um das Outsourcen von lästigen Fleißarbeiten geht, die man entweder in kleinen Teams nicht bewerkstelligen kann.
hier geht es schon um mehr. Nicht? Bei Citizen Science geht es um Inklusion eigentlich. Da war das Korrektiv wieder dabei bei Fukushima, wo man letztlich sieht, da macht vielleicht auch die Öffentlichkeit etwas, was die wissenschaftliche Community so nicht machen kann, darf, will, ja, oder soll. Wir sind eigentlich schon über die Zeit. Oh, ein Jahr. Okay, verstanden. Wollen wir dann hier einen Cut machen? Das tut ja fast weh. Ne? Wo steht das? Aber ich glaube, ja, okay. Dann hätte ich noch drei organisatorische Dinge loszuwerden. Kein Event ohne Evaluation, gerade in der Wissenschaft. Das können Sie sich vorstellen. Da hinten ist irgendwo eine Dartscheibe. Da können Sie einen Klebepunkt kleben, was Ihnen gefallen hat. Sie können sogar schriftliches Feedback geben. Da liegen solche Kärtchen aus, wo Sie was aufschreiben können, weil in der Tat ja nicht jeder heute Abend zu Wort gekommen ist. Fast, aber nicht ganz. Ja, der dritte Punkt wäre eigentlich nur Essen fassen. Ich würde aber zunächst mal ganz herzlich unserem Panel danken. Vielleicht nochmal einen Applaus. Ich denke mal, der gemeinsame Nenner könnte vielleicht sein, es ist bei weitem nicht selbstverständlich, dass Diskussionen zu wissenschaftlichen Themen so leidenschaftlich geführt werden, so emotional sind. Das gelingt dann bei Geoengineering oder sowas vielleicht mal bei vielen anderen Themen, aber eher nicht. Ich fand das ganz spannend. Das haben Sie letztlich mitbestimmt. Ich hoffe, Ihnen hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns hier oben. Und jetzt würde ich sagen, genießen Sie das Buffet. Und die Kolleginnen und Kollegen sind alle noch da für die Diskussion. Habe ich was vergessen? Nein? Mahlzeit.